Ja, sage ich erstmal herzlich willkommen, Herr Staudinger, bei uns hier im Interview am 29. August. Schön, dass Sie da sind. Sie sind geboren, Herr Staudinger, 1952 in Erfurt. Das ist es. Und aufgewachsen in Waltershausen. Erzählen Sie uns zu Beginn noch bitte ein bisschen was über Ihre Kindheit. Wie war das Verhältnis zu den Eltern? Hatten Sie Geschwister? Wie war die Atmosphäre? Die ersten 5 Jahre, kleine Korrektur, war ich in Schmira noch. Ne? Das waren die ersten 5 Jahre. Gasthaus willkommen, gehörte mein Vater. Er war privat da, ja, also 3 Jahre nach DDR-Gründung, immer noch privat. Und mein Großvater, der hatte 1929, das ist auch wichtig, 1929 da 80% seines Vermögens verloren bei der Weltwirtschaftskrise. So, und wir verfügen dann eben quasi über nichts mehr, bis auf das Hotel, das kleine Hotelchen Gasthaus Willkommen. So, und mein Vater hat das geführt. So, ich bin da geboren, also nicht im Haus, sondern in Erfurt. Und wir sind dann, weil mein Vater von seiner Krankheit her eher in die Berge ziehen sollte, sind wir dann also nach Thüringen. Thüringer Wald, Waltershausen, das ist sozusagen das Tor zum Thüringer Wald. Und da haben wir den Bayerischen Hof übernommen, also mein Vater. Und da wurde ihm gesagt, also da war also auch schon HOG herinnen, ja, Handelsorganisation Gaststätten. Und da hat die Partei, also die SED, gesagt, also Herr Staudinger, wenn Sie hier das Haus auch kaufen, Sie können das kaufen, ja, aber Sie können nur unter der Bedingung eine Gaststätte führen, wenn Sie der Handelsorganisation beitreten, ja, und Sie werden dann Ihre Privatlizenz verlieren. Und mein Vater, ein konservativer Mensch, anders als meine Mutter, die ja aus dem kommunistischen Haushalt kam, so hat er lange überlegt und hat dann doch, okay, also ich probiere das Experiment, ja, war skeptisch, aber gesagt, naja, vielleicht funktioniert es ja. Und hat dann also seine Privatlizenz abgegeben und ist dann also Gaststättenleiter da geworden. Okay, ich war also zu dem Zeitpunkt 5 Jahre. So, da war ich noch ein Jahr im Kindergarten, dann bin ich eingeschult worden, politische Oberschule zu Waltershausen. Und hat Ihr Vater diesen Schritt bereut, hin in die Planwirtschaft? Später dann. Also wir müssen ja auch sagen, und das muss anerkannt werden, dass also in der Aufbruchsstimmung, also 1949 ist gegründet worden, ich würde mal sagen so bis 55, 56, ja, kommen wir vielleicht noch dazu, also so sowohl mein Großvater Philipp, Mitbegründer der Kommunistischen Partei in Neudietendorf, als auch der Sohn seines Bruders, der dann also maßgeblich auch hier bei der Staatssicherheit gearbeitet hat, in Erfurt, Verbindungsoffizier zur Polizei. Beide haben, und die Gespräche habe ich mitbekommen am Stammtisch, aber auch bei uns zu Hause, so dass die beiden gesagt haben, da läuft irgendwas schief. Ja, also so haben, also Originalzitat meines Großvaters, so haben wir das nicht gewollt. Ja, also und da wurde sehr, sehr, sehr viel diskutiert. Und er ist bis so, ja, ich glaube, der Break war 1961. Das war wirklich der Break für ihn, ja. Also jetzt sperren sie uns ein, ja. Also ich kann ja gar nicht mehr nach Paris fahren oder so, ja. Oder er hat sich also, er hat sehr, sehr gutes Eis gemacht, ne. Dieses Pulver gab es nicht in der DDR, ne. Das hat er sich in West-Berlin geholt, ja. So, das ging alles nicht mehr, ja. Er war ein sehr abenteuerlicher Mensch, ja. So Segelschiffe war sein großer Traum, hat er nie realisieren können. So, und genau, und da war der Break, ja. Und in der Familie, und das war wirklich interessant, also mein Vater hat immer, ja, nach 61 die Position vertreten, das wird nichts, ja, so, no way.
Das geht schief, das bricht zusammen, ja. So, und meine Mutter, ja, und mein Großvater Philipp hat gesagt, na ja, Mann, ey, wir müssen halt durch, Diktatur des Proletariats, ja, da müssen wir durch. Und dann können wir endlich, also das, was wir wollen, bekommen wir dann, also den Kommunismus und jeder nach seinen Fähigkeiten so und Bedürfnissen. Ja, da war also in der Familie schon, aber auf aller gutartig, das war nicht bösartig. Ja, also meine Mutter sozusagen oder mein Großvater oder wenn der Onkel da war, so waren so die Positionen, ja. Und da wurde sehr, sehr, sehr viel diskutiert. Anfangs, haben Sie gesagt, waren Sie selber auch als Kind, als Jugendliche von der Idee zumindest, ja, weiß nicht, ob begeistert, waren Sie in der FDJ, waren Sie bei den Pionieren? Also, ich kann schon sagen, also das muss ich sagen, ja, so, wo mein Bewusstsein angefangen hat und also das bewusste Bewusstsein. So, und das war bei Schuleinführungen, also 7 Jahre, ne? Wir hatten da also Theater mit Frau Thiel, ja, also hochkreative Sachen hat die mit uns gemacht, also mit 8-, 9-, 10-Jährigen, muss ich mir vorstellen, ja. So, dann 5. Klasse, ab der 5. Klasse war ich im Fanfarenzug, ja. So, und wir waren sogar auf den Weltjugendfestspielen, war das, glaube ich, dann 64, 65, weiß ich nicht mehr, in Ost-Berlin. Wir hatten gewonnen im Bezirk Erfurt, wir waren der beste Fanfarenzug in Erfurt, als immer delegiert wurde nach Berlin, ja. Ich war natürlich bei den jungen Pionieren, habe mit Stolz mein blaues Halstuch getragen und fand es ein bisschen obszön, wo dann die Roten aufgetaucht sind. So, ich sagte, das sind doch die Sowjets, das sind die jungen Pioniere der Sowjetunion. Aber ich bin junger Pionier der Deutschen Demokratischen Republik. Ja. So, und ja, okay. Und ich war also erst Fasstrommler, dann Marschtrommler, ja, dann Trompete noch, aber Marschtrommel war mein Liebstes. Ne? So, und war ja ziemlich gut. Später dann bin ich in die FDJ eingetreten. Das war alles in und nicht durch Zwang. Also das war freiwillig, nicht durch Zwang. So, wir waren auch kein kirchlicher Haushalt, ja, also wir waren Atheisten. Ja, meine Großmutter väterlicherseits, so gut, ich musste beten, ja, aber naja. Also ich habe nicht an Gott geglaubt zu dem damaligen Zeitpunkt, ja. Ich meine, heute bin ich auch Atheist, ja, so mit dem Herrn im Hintergrund, wenn man so will, ja. Also da ist schon eine Dialektik. Okay, FDJ. Und Entschuldigung, wenn ich unterbrechen darf, aber als Sie Schüler waren, ja? Ich sag jetzt mal, es muss gewesen sein, Mitte der 60er Jahre, als Sie schon Jugendlicher waren, da haben Sie ja angefangen, so ein bisschen auch das zu unterlaufen, was Sie eigentlich, an das Sie geglaubt haben. Sie waren ja auch künstlerisch durchaus begabt, Sie haben Fotos gemacht, und zwar haben Sie Fotos gemacht zunächst, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, auch von Schallplatten oder von Bildern. Von Bildern von der Bravo aus dem Westen, ja. Also, wie kam es dazu? Und da muss man sagen, also wie gesagt, es war nicht nur Dogma. Ja, so natürlich dürfte das Westfernsehen nicht gesehen werden, aber ich kenne zumindest in Waltershausen niemanden, der wegen Westfernsehen gucken, also wegen Feindsender abhören, inhaftiert worden ist. Ist mir zumindest nicht bekannt. So, und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt eben auch Briefmarkensammler, da im Kulturbund. Und da muss übrigens auch gesagt werden, dass die DDR viel nationaler war im allerbesten Sinne als die Bundesrepublik Deutschland. Ja, also allein nur was den Stechschritt anbelangt, ja, und die ganze Fokussierung der deutschen Geschichte. So, also auch Briefmarken, also auch Drittes Reich. Ne? Wir konnten also wirklich frei also auch die Briefmarken im Nationalsozialismus tauschen. So, und nun natürlich war das klar. Für uns Jugendliche, ne, so, also die Schlager aus der DDR, das war nicht unseres, ne, wir standen halt auf Beatles, wir standen auf Stones, ich war Stones-Fan, so, und ich habe dann also
ausgetauscht, also Briefmarken ausgetauscht, getauscht gegen Bravo-Heftchen. Und aus diesem Bravo-Heftchen habe ich dann Fotos hergestellt. Mein Vater war passionierter 8mm-Filmer, früher sogar 16mm-Filmer, haben ihn nur diese Welt abgenommen, hat er 8mm gemacht und dann eben auch Fotos. Ne? Hat er also das ganze Equipment. Und von daher, und das konnte ich natürlich auch nutzen, ne? Und dann habe ich natürlich Abzüge gemacht und so weiter und habe das dann, bin ich nie belangt worden für, ne? Da war ich 14, 15 Jahre. Im Schulhof zu Waldeshausen habe ich die dann für, ich glaube, 50 Pfennig pro Abzug verkauft. Ja. Und so sind die Bilder entstanden. Aber es waren nicht nur die Bilder, sondern auch Gemälde. Also es gab ja auch Kultur, ich weiß gar nicht, wie sich das nannte, in der 9. und der 10. Klasse allerdings nur, ja, wo wir zeichnen mussten, ja, also zum Beispiel LPG, die LPG, oder da, wo die Amerikaner auf dem Mond waren, die Mondlandung, ja, das war das zweite, und das dritte, das Klaustor. Das Klaustor ist unser Klaustor in Waldeshausen, Tor zum Thüringer Wald, Puppenstadt Waldeshausen. So, diese drei, ne, das sind zwei Gemälde, also ein Aquarell, ein Ölgemälde und eine Collage. Ja, das ist ausgestellt worden. Also ich war damals schon in der Schule, ja, ausgestellt worden, die Bilder. So, und da kam das erste Mal so komisch. Ja. Natürlich wollten dies meine Eltern zurückhaben nach der Ausstellung, und das wurde meinen Eltern nicht zurückgegeben, ja, weil Direx gesagt hat, der war ja bei uns Gast und so weiter, haben sie alle geduzt, so Stammtisch, sagt zu meinem Vater, Mensch Gerhard, das können wir dir nicht zurückgeben, das muss archiviert werden in der Schule. Ja, so, und irgendwann kannst du dann vielleicht mal kommen. Jedenfalls Ende vom Lied war, also nach der friedlichen Revolution, ja, was der Teufel, was da passiert ist, die ganzen Klassenbücher sind weg gewesen und natürlich auch die archivierten Ausstellungszeichnungen, ja, und Collagen, also es ist nicht mehr da. Ich würde gerne noch was zu der Geschichte fragen. Möchten Sie einen Schluck Wasser zwischendurch trinken oder so? Oder? Ach so, gute Idee. Noch was zu der Geschichte mit den Stones und den Beatles fragen, denn das ist wirklich die erste Geschichte, die ich jetzt höre, die also über die Musik hinausgeht, die das Bildliche beschreibt. Sie haben an der Seite, also ich gerade ein bisschen spannend. Genau, wenn ihr mal einfach. Ist weg? Ja, ist weg. Denn diese Bilder waren ja oft auch Ikonen, nicht? Also die haben sich ja anders gekleidet, anders, hatten die Haare anders. Beatles und Stones, auch wenn da vielleicht Pilzköpfe, wenn da Welten dazwischen lagen, sie standen ja doch auch für eine Sehnsucht, auch jetzt nach Westen vielleicht. Haben sie. Nach Freiheit. Die Musik selber, erzählen Sie doch mal, Sie müssen ja denken, gerade weil wir für junge Leute auch die Ausstellung machen, wie kamen Sie eigentlich an die Musik ran? Das muss man ja auch mal erklären. Wie kam man als Waltershausener, sage ich mal, an die Stones und die Beatles in den 60ern? Ganz einfach, also simpler geht es nicht mehr. Also über das ARD, über das ZDF, es gab ja nur zwei Sender, Westsender, die wir empfangen konnten, ja. Und dann natürlich T34 war das, glaube ich, damals. Radio Luxemburg und so weiter, ja, also mein Freund zum Beispiel hat ganze Listen geführt, so Charts, ne, also es waren ja nicht nur die zwei, ne, was weiß ich, die Trocks und die Kings und die Rattles, ja, und Amundyl 1, Amundyl 2 und Zappa, ja, und Hendrix, ja, und alles, so, das war ja nicht gern gesehen von der Partei, haben die aber auch nicht, also nach meiner Meinung, ich weiß nicht, ist überall ist alles anders, ja, aber jedenfalls in Waldeshausen damals haben wir natürlich nicht mit unserem Mickey Radio im Freibad zu Waldeshausen dann jetzt einen Westsender angestellt, das haben wir nicht gemacht, gell? So, aber zu Hause und haben wir natürlich zusammengehockt vorm Radio und haben dann die Charts abgehört, ja. So, und darüber sozusagen, und das war sensationell, oder Pink Floyd, ja, also Pink Floyd, das war eine Revolution in der Musik, ja, also sowas hatte ich noch nie gehört, ja, das ist auch lange, lange meine Lieblingsband gewesen, so ungeheuerlich, ja, und wenn man dann also den Vergleich gezogen hat, also zu der DDR-Musik, das war doch sehr, sehr bieder,
Ja, und wir hatten schon auch lange Haare, so ein bisschen über die Ohren. Ja, das war schon, also, und da kam es also von den Eltern, ja, also von meinem konservativen Vater. Ja, wie siehst du denn aus, Junge? Ja, du bist ein Gammler. Also nicht nur jetzt in der Schule, sondern mein konservativer Vater hat gesagt, solltest du vielleicht mal die Haare schneiden. Das habe ich gemacht. Ja, ich bin zum Friseur gegangen, habe mir Glatze schneiden lassen. So, ja. Und das war also schon interessant. Aber wie kam diese Glatze an? Auch nicht gut wahrscheinlich. Fanden sie natürlich auch nicht gut, ne? So, siehst du aus wie ein Faschist. Also, ja, also das ist schon... Welche Zeit wird das gewesen sein? Sie sprechen jetzt von Ende der 60er oder Anfang 70er? Nee, nicht Anfang 70er, das war so... Da war ich 14, 15, da ging ich noch zur Schule, da war ich noch im Fanfarenzug, ja. Den habe ich geliebt, liebe ich bis heute, ja, ich finde das toll. Also Marschmusik ist einfach in Ordnung für mich. So, und dann jetzt auch die Scramble mit Haus und so, und Marschmusik, das ist wirklich ganz spannend, auch mit Musikern, die ich heute kenne. So, das war so zu der Zeit, gell. Ganz kurz nochmal zur Musik. Sie haben die Radiosender erwähnt, ARD, ZDF. Haben Sie denn wirklich ARD, ZDF schon empfangen? Hatten Sie schon Fernseher dann in Mitte der 60er? War das alles? Das war da. Und, aber das Aufnehmen, haben Sie denn mit Kassette, mit Tonband? Tonband. Orwo. Orwo, das waren Tonbänder und mit den Tonbändern haben wir das mitgeschnitten. Ja. So, und die Qualität, naja, klar, aber es war absolut in Ordnung, ne? Und teilweise hat das sogar auch mein Vater, also das Pink Floyd zum Beispiel, sehr interessant, hat er auch nie Ärger gekriegt. Immerhin in der HOG-Gaststätte Bayerischer Hof, ja, so zu Hochzeiten, Veranstaltungen und so weiter, Tanz, wenn Tanz angesagt war, hat er also meine Bänder, geschnitten natürlich, also jetzt nicht hart Sachen, ja, aber Pink Floyd zum Beispiel hat er gespielt. Also im öffentlichen Raum, in der Gaststätte, hat nie Ärger gekriegt. Wir haben uns sowieso gewundert, warum der nie Ärger gekriegt hat. Und da ist jetzt meine Vermutung, Hypothese, ja, dass der Onkel mütterlicherseits, also da so ein bisschen, es war ja eine Diktatur. Ja, da ist ja nicht irgendwie was demokratisch ausgehandelt worden und so. Ich meine, jetzt beim Bundesverfassungsschutz wird das auch nicht getan. So, ich glaube, der hat da so ein bisschen die Hand drüber gehalten. Ja. Zumal die ganzen Honoratioren, ob das jetzt der Parteisekretär war, ja, oder die Schulleitung, oder Parteisekretär von der Gummibude, was jetzt Phoenix, ja, oder Multica, die sehr gut eingestiegen sind jetzt wieder nach der Wende. So, das waren alles unsere Gäste. Ja, und zum Beispiel der Herr Thiel, das war der Direktor von der Schule 2, ne, der ist jetzt tot, also von daher kann ich das erzählen. So, der ist zu meinem Vater gesagt, wir kommen natürlich auch in der Partei, Schulleiter, hat dann Verantwortung gehabt, Gerhard, können wir mal bei dir Westfernsehen gucken? Naja, und dann hat mein Vater ihn bei uns privat in die Wohnstube gelassen und dann durfte er Westfernsehen gucken, ja. Was er also zu Hause nicht konnte, weil seine Frau eine hundertprozentige war. Ne? Und die ihn unter Umständen, sowas gab es alles, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Diktatur, ihn verraten hätte. Ja. Was hatten Sie für eine Lieblingssendung? Wissen Sie das noch? Wenn Sie aus dem Westen, was gab es da? Ich mich nicht mehr erinnern. Also für mich war wichtig die Musik. Ja. Und dann eingestellt, ne? Ich glaube, Luxemburg, Radio Luxemburg. Ich glaube, Radio Luxemburg... Das war ja nun der absolute Feindsender, ja. So und Propaganda und so weiter und wollen die DDR vernichten und so. Alles Quatsch, ja. Ich meine, natürlich von Amerikanern finanziert, wahrscheinlich sogar von der CIA, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, das war die Musik, die mir gefallen hat. Und Radio Luxemburg war, glaube ich, der Sender. Also wenn ich mich recht erinnere. AFN, SFB, also diese Berliner Sender. Nee, die haben ja nicht gekriegt in Thüringen. Ist denn, wie kam man eigentlich an, kamen die auch an Schallplatten irgendwie ran? Ganz, ganz schwer. Also in der Endzeit, also meiner Endzeit, ja. Wir sind ja dann immer, also ich war ja dann, wo ich dann nach Erfurt gekommen bin, da war übrigens bei mir der Break. Der Break war gar nicht 61, da war ich noch zu klein. Da war ich 9 Jahre, das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe nur, irgendwie, jetzt können wir nicht mehr überall hinfahren, so. Aber das hat mich erstmal gefühlhaft nicht mehr so, noch nicht belastet. Ja, das kam dann erst in Erfurt, ja. So, und zu der Zeit, sind wir oft
Also mit dem Sohn hier vom großen Bonzen, ich weiß gar nicht, der war irgendwie Fabrikleiter oder so, ne? Und sein Sohn hat Philosophie studiert, also Marxismus-Leninismus an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin. Und da sind wir immer getrennt, ja, also von hier oben, Heinichen, wie das heißt, nach Ost-Berlin, ja, und da sind wir unter anderem auch zum Beispiel, war ja also ungeheuerlich und unmöglich, ja, so in die Botschaft, in die chinesische Botschaft, und wollten uns unbedingt Mao-Fibeln holen, haben wir auch gekriegt, massenhaft. So, ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass Mao Zedong ein Massenmörder war, also der mehr Leute umgebracht hat, zum Beispiel, gut, Großes Reich, als Stalin oder Adolf Hitler, ja, so, also, und aber es gab nie Ärger, da gab es nie Ärger, also, das war bekannt, ja, wir haben die teilweise verteilt im Angereck, damals, da war immer Stasi dabei, so Mao-Fibeln, die roten Dinger, Mao-Fibeln verteilt, hier Mao Zedong und so. Ja, und da auf die Frage, da hat der eine oder andere schon durch die Kontakte zum Westen dann in Ost-Berlin, ich hatte keine einzige Westplatte, aber das musste auch sehr teuer bezahlt werden und ich hatte nicht so viel Geld. Gut, dann lassen Sie uns reden darüber, wie es losging, dass Sie in Konflikt gerieten, wenn Sie sagen, Sie sind nach Erfurt gekommen. Wie alt waren Sie, als Sie nach Erfurt kamen? 16, ne? Also 16. Politische Oberschule damals, ne? Also heute Realschulabschluss. Ja. Ihre kommunistische Überzeugung, die Sie aufgesogen haben von Ihrer Umwelt, Sie sind ein Kind des Sozialismus. Von meinem Großvater. Wie ist die langsam in die Brüche gegangen? Genau, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. So, also sagen, also wie gesagt, Waltershausen war Friede, Freude, Eierkuchen. Alles toll, alles top. Ne? So, also ich habe keine Kritik geübt. Ja, ich hatte keinen Grund, Kritik zu üben. Ja? So ein bisschen mit dem Radio und dieses und jenes. Aber im Prinzip war das alles, ich hatte eine tolle Kindheit. So. Jetzt wollte ich natürlich, angestoßen durch meinen Vater, ja, überall hingen die Gemälde mit Segelschiffen, ja, und Skulpturen, Segelschiff und so. Wollte ich natürlich unbedingt zur Handelsmarine. Ja. So, das war mein Wunsch. Mein Vater hat es auch voll unterstützt, ja, obwohl er so eigentlich wollte auch, dass ich die Gaststätte übernehme, aber sein Sohn, so Handelsmarine, das wollte er auch schon immer und er konnte es sich nicht erfüllen. So, und sein Sohn sollte jetzt, ja. Okay, wir also nach Rostock gefahren, ja, meine Zeugnisse vorgelegt und so weiter und war immer super gut in Geschichte, super gut in Staatsbürgerkunde, immer weit ab der beste Schüler da und ja, klasse, also mach mal, ja. So, ich happy, klasse, toll, ja, Handelsmarine. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt also nun wirklich nicht das Bedürfnis, in Rio de Janeiro dann also Fahrrad zu üben, ja. Nicht mehr wiederzukommen. So, komme ich in die Schule und dann sagten mir mein Klassenlehrer Otto Müller, der auch Chef war vom Fanfarenzug, also wirklich vollkommen betröppelt und irgendwo am Boden zerstört. Ja, also Christian, mit einer Handelsmarine, das wird nichts. Ich sag, was? Wie bitte? Das wird nichts? Vielleicht kannst du es dir vorstellen, ja, aber du weißt die Haltung deines Vaters. Du weißt, dass dein Vater also auch öffentlich gegen die Planwirtschaft und gegen... Und damals konnte man das ja noch öffentlich sagen, also auch gegen die Diktatur des Proletariats, da opportuniert. Ja, und ich habe erst überhaupt gar nicht verstanden. Ich habe es nicht gecheckt. Ja. So, und so ein paar Minuten später, ich sage, Herr Müller, haben wir hier Sippenhaft oder was? Sie wissen doch genau meine Position. Sie wissen genau, was ich denke, was ich fühle. Ja, so, ja. Schweigen im Walde, ja, und parallel dazu. Entschuldigung, ganz kurz, können Sie den einen Satz nochmal sagen? Da haben Sie gerade einen Buchstabendreher drin gehabt. Können Sie nochmal sagen,
Sie wissen doch, oder du weißt doch, dass dein Vater, haben die Sie oder du gesagt, hat der Lehrer... Nee, Sie, wir haben uns gesiezt. Genau. Also ich den Einsatz, Sie haben statt opportuniert gesagt. Können wir sagen, Sie wissen doch, dass Ihr Vater gegen die Planwirtschaft und gegen die Diktatur des Proletariats opponiert oder also dagegen weil ist. Weil Sie haben opportuniert, nur dass es da... Können Sie nochmal sagen, Sie waren gerade so schön drin. Eine Gegenposition gehabt. Ja, können Sie sagen, nochmal, also Sie, da sagt der Lehrer zu mir, Sie wissen doch, dass... Können Sie das nochmal? Ja. Okay, Schnitt. So, also... Ich komme in die Schule wieder, hatte also sozusagen die mündliche Zusage von Rostock, von der Handelsmarine. Und mein Klassenlehrer Otto Müller nimmt mich zur Seite, also nicht also vor der Klasse und so, geht in seinen Raum, ne, und sagt, also ich habe Ihnen eine negative Mitteilung zu machen. Ja, wusste ich gar nicht, was jetzt kommt. Und dann sagt er eben, also hören Sie zu. Im halben Jahr haben sie die Schule beendet und wir wissen ja, dass sie sich beworben haben in Rostock bei der Handelsmarine und das wird nichts werden. So, ich geschockt gewesen, ja, und erstmal konnte ich gar nichts sagen und dann eine ganze Weile später habe ich ihn gefragt, warum? Und da kam natürlich, was heißt natürlich, jetzt für mich natürlich damals gar nicht, ja, die Aussage, ja, also Sie wissen doch, dass Ihr Vater als Gaststättenleiter der HUG öffentlich am Stammtisch so erzählt, dass das mit der Planwirtschaft nichts wird, dass Rotkäppchensekt nur zu Weihnachten gibt oder zu Silvester, ja, dass es ständig Ärger gibt, ja, so, dass 61 und Mauerbau, wir sind eingesperrt, wir sind Inhaftierte in einem Land, das ist ja wie im Nationalsozialismus und, ja. So, das war die Begründung jetzt meines Klassenlehrers Otto Müller und Chef vom Fanfarenzug. Wir hatten eine sehr, sehr gute, Freundschaft kann man nicht sagen, aber wir haben uns wirklich voll akzeptiert. So, und dann wagte ich es, kühn wie ich war damals schon, zu sagen, also bitteschön, was hat das jetzt mit mir zu tun? Das ist zwar mein Vater, ja, so, aber haben wir hier im Sozialismus, haben wir hier Sippenhaft wie im Nationalsozialismus, ja, so, wir haben viel über Nationalsozialismus gelernt in der Schule, wir haben Buchenwald besucht jedes Jahr mit dem Fanfarenzug und, so, und es wurde, er war auch Geschichtslehrer, so, Sie haben mir uns gesagt, so, dass das also Sippenhaft, also das Allerletzte wäre und dass es ein Kommunist auf keinen Fall tun wird. Also, wie kommt das zustande? Wie kann das sein? Und daraufhin hat er geschwiegen. Und parallel dazu, ich war natürlich auch in der GST, ja, weil ich ein Faible hatte für Waffen. Und wir hatten ja auch immer Luftgewehr und so weiter und so weiter. Ne, haben KMK geschossen hinter dem Schloss und so weiter. So, und mein Faible im Sport, ja, war Fallschirmspringer zu werden, ja. So, und ich wusste, GST, ja, so Dresden, Leipzig und so weiter, gab es, damals wusste ich natürlich nicht, dass das alles Staatssicherheit war, aber die waren sind Weltmeister geworden im Stil. Ich habe die nach der Wende alle kennengelernt und auch Interviews geführt mit denen. Ist auch veröffentlicht worden. So, und einmal noch so machen hier, dann? Genau. Und nochmal erklären ganz kurz in zwei Sätzen, was heißt GST? Gesellschaft für Sport und Technik. Ja. So, und das war die paramilitärische Positionierung, wo die jungen Menschen sozusagen, ja, entweder je nachdem, wie man es politisch sagen will, ne, auf den Dritten Weltkrieg vorbereitet worden ist oder auf die Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik. Auf jeden Fall gab es also verschiedene Sektionen zum Beispiel, also Schießen konntest du machen, so und was weiß ich, im Wald rumturnen und so weiter, ja, verschiedene Positionierungen und eben auch Fallschirmspringen, ja. Und ich hatte vom Westfernsehen, was ich ja illegalerweise abgehorcht hatte oder abgeschaut hatte, das gab es damals in den 60er Jahren, Sprung aus den Wolken.
Das war eine amerikanische Sendung, Spielfilm, Serie, 30 Minuten. Und da wurden Abenteuer erzählt, also in der Serie, so wie Fallschirmspringer, also so ihre Abenteuer. Und das hat mich total fasziniert. Ja. Ich sagte, naja, bitteschön, also das kann ich doch auch hier. Ja. Ist doch möglich. Ja. Und hatte mich dann auch beworben, ja, entsprechend. Und da kam also die gleiche, mit der gleichen Begründung, auch die Ablehnung. Da war ich noch nicht in Erfurt. Das war so in der letzten Phase von Waltershausen. Also so ein halbes Jahr, also unter gar keinen Umständen. Das geht gar nicht. Ja. Keine Chance. So, und weil, da war ich natürlich, weil ihr Vater kritische Töne von sich gegeben hat. So, ja. Ich habe immer auch öffentlich in der Gaststätte Bayerischer Hof, ja, also im Beisein von allen möglichen Leuten und natürlich auch von Stasi-Leuten, habe ich meine Position vertreten, ja, und habe gesagt, also bitteschön, so, das muss ausdiskutiert werden, da müssen die Facts her und so weiter und so weiter. Ja, diese Haltung ist die Haltung meines Vaters, ja, so meine Haltung ist die Haltung meines Großvaters, ja. So, natürlich müssen wir also auch lernen und wir müssen also versuchen, was dann ja in den 80er Jahren auch die Opposition gemacht hat, die waren ja nicht in der Regel für die totale Übernahme des bundesrepublikanischen Systems. Die wollten ja eine Veränderung in der DDR haben, ja. So, und ich war aber immer noch, ich war nicht stalinistisch, ja, ich war Khrushchev, so, ich war kein Stalinist. Ja, so, und von daher habe ich auch immer ein freies Wort geschwungen als Jugendlicher, ja, und bin da auch nie kritisiert worden für, auch nicht am Stammtisch, ne? Und von daher war es für mich da der erste, kleinere, aber immerhin der erste Schock. Als Sie 18 waren, so, sagen wir 1970, 71 ist bei Ihnen was passiert. Mit 16 ist dann, das war das erste, das war, da war ich noch keine 16. Dann sagen Sie uns, wie das lief. Sie haben, ich möchte jetzt auch in Richtung dieses gescheiterten Fluchtversuchs gehen, der war 71. Genau. Wie kommt man dahin, wie kamen Sie dahin, dass Sie so einen radikalen Schritt überhaupt ins Auge gefasst haben? Und dann erzählen Sie bitte von der Flucht. Alles klar. Okay, also, Break. Wir waren, also beziehungsweise ich war dann, es hat nicht funktioniert, ja, weder GST, also noch Handelsmarine, ja, also was blieb, Gastronomie ist klar, ne, Bayerischer Hof und so. Hat mein Vater gerade noch mal so eben einen Vertrag gekriegt, also für mich nicht im Interhotel, eigentlich wollte er mich im Interhotel haben, sondern da im Bürgerhof. Ja, also habe ich die Lehre angefangen als Gastronomiefacharbeiter und bin naiv, wie ich war, da also auch in die Position reingegangen, ja, also als Gastronomiefacharbeiter, theoretisch wie praktisch, ne, habe, also wir hatten zum Beispiel also auch Fachpsychologie. So, in der Praxis ist es relativ gut gelaufen. Ich habe immer die besten Trinkgelder gekriegt, weil da war gerade auch nebenan, also ja, ich bin in den Presseclub gekommen, ne, und gerade rüber vom Presseclub war das Theater und Presseleute und so weiter und die haben sich immer zu mir hingesetzt. Ne, also, weil ich relativ lockerer Typ war, ne, haben sie mich immer, ich bin Ungar, ne, ich bin kein Ungar, ich bin Deutscher. So, okay. Aber jetzt, das war die Praxis. Der entscheidende Knackpunkt, war in der Theorie. Ja, also Frau Richter war unsere Klassenlehrerin, ja, und die hatte auch Psychologie unterrichtet. Und dann sollten wir einen Aufsatz schreiben, so über Verkaufspsychologie und so weiter und so weiter. Ja, und zu dem Zeitpunkt hatte ich also schon, na, Opposition kann man das nicht nennen, ja, aber das waren einfach junge Menschen, die Freiheit wollten, ne, die also nicht nur die Schriften lasen, die es in der DDR gab, ja. Da habe ich zum Beispiel also über einen Kollegen, nicht Kollege, sondern der da auch schon in der Kunst war, ja, zum ersten Mal Sigmund Freud gelesen, habe ich sehr wenig verstanden, also Anatomie der menschlichen, Quatsch, das ist fromm, nee, ich hatte zwei Bücher von Fischer, ja, also einmal war es Massenpsychologie und Ich-Analyse und das andere war Totem und Tabu, ja. Das hat er mir gegeben, hat gesagt, pass auf, das ist verboten, ja, aber ich glaube, das ist ziemlich gut für dich. Ne? Und da ich also schon immer auch an Psychologie interessiert war, nicht nur an Geschichte, habe ich mir das natürlich durchgelesen. Ja. Und justement zu dem Augenblick war also dieser
Aufsatz, den ich schreiben musste für Frau Richter da in der Schule. Ja. Und da habe ich einige Zitate von Sigmund Freud da einbezogen, habe das umgewandelt, für meine Zwecke nutzbar gemacht, so, und habe das dann abgegeben, ja. Und zwei, drei Tage später, also wo es zurückgegeben worden ist, sagt Frau Richter, Herr Staudinger, kommst du mal her, ne? Also dieser Aufsatz, ja, sagt sie, also der ist genial, so, aber den kann ich nicht bewerten. Das geht nicht, den kann ich nicht bewerten. Ich sage, warum nicht? Das ist bürgerliche Ideologie. So, und mit Frau Richter, und das war diejenige auch, die als einzige dann beim Prozess hier in Erfurt wirklich also mir die Stange gehalten hat, hundertprozentig, so haben wir lange, lange darüber diskutiert, ne? Und die Quintessenz dessen war dann, also Stunden, wirklich Stunden um Stunden haben wir diskutiert nach der Schule. War natürlich auch Genossin. Ihr Mann war auch Hustier bei der Stadtsicherheit hier in Erfurt. Und Stunden um Stunden diskutiert. So, und die Quintessenz war, ja, wo ich gesagt habe, Frau Richter, das kann mir niemand mehr erzählen. Die Partei hat nicht immer recht. Wir sind Menschen, wir sind Subjekte, wir sind keine Maschinen. Ja, so, und die Partei besteht aus Individuen. So, und ein Individuum kann irren und eine ganze Gruppe kann irren. So, und sie hat die Gegenposition vertreten, hat gesagt, nein, die Partei hat immer recht. Ende vom Lied war, und das vollkommen freiwillig, ja, so Ende vom Lied war, dass ich dann eingeladen worden bin, privat, ja, zu Frau Richter und ihr Mann, ja, sie hat mir gesagt, also der ist bei der Staatssicherheit, ich hatte nichts gegen die Staatssicherheit, ja. So war bei der Staatssicherheit, mein Vater war mit dabei, ja, weil also dem war das irgendwie nicht koscher und so weiter. Dann haben wir genau das diskutiert. Ja, also genau auch Nationalismus, Stalin, Internationalismus, Trotzki, so entsprechenden Verwerfungen, Planwirtschaft, Marktwirtschaft, bla bla bla. Das war ein sehr, sehr, weiß gar nicht, ob der auch noch erlebt. Ein sehr kompetenter Mann, ja, also der nicht platten positivistischen Dialektik da verbracht hat. Aber Entschuldigung, aber das Ziel dieses Gesprächs war Ihnen doch wohl klar. Was? Nee, war mir eben nicht klar. Ja. So, ich bin aus einer heilen Welt gekommen. Ja. Und, aber Ihr Vater hat auch Lunte. Mein Vater war es sternenklar und deshalb ist ja mein Vater auch mitgekommen. Ist sternenklar. So, okay. Man wollte sie eigentlich ja zensieren. Man wollte doch, dass ihr Aufsatz quasi, oder? Ging es nicht, den Aufsatz zurückzunehmen oder wie auch immer? Nein, oder was war das? Sondern sie überzeugen, sie überzeugen. Ich war ja überzeugt. Aber was wollten die dann? Bis auf, bitteschön, die Partei hat immer recht. Wir müssen frei diskutieren können. Wir müssen frei unsere Positionen vertreten können. Und im Demokratischen, immerhin hieß es ja offiziell Deutsche Demokratische Republik und nicht Deutsche Diktatorische Republik, was es ja war und was jeder Genosse auch wusste. Ja, es war die Deutsche Diktatorische Republik und nur Demokratie deshalb, weil wir ja nun auch Geschäfte gemacht haben mit dem kapitalistischen Ausland. Ja. So, darum ging es nicht. Es ging um die Positionierung, die Totalität der Partei. Wenn ich die Aussagen und das Bewusstsein der Partei, also des Kollektivs, in Frage stelle, gehöre ich nicht mehr dazu. Ja? So, und das war auch die Position, wo sie dann also ja noch nicht mal meine Kandidatur angenommen haben. Ja? Was ist da rausgekommen bei diesem? So, und rausgekommen ist dabei jetzt, wo der Herr Richter gesagt hat, okay, jetzt hier, das führt zu nichts, wir brauchen mehr Zeit. Ich sage, alle Welt, alle Zeit der Welt. Ja, so. Und da kam dann, und das hieß dann, glaube ich, auch, also unter anderen Gesichtspunkten, die jetzt so aus der Kirche kamen, ja, oder sowieso schon, also keine, mit dem Sozialismus oder mit dem Kommunismus gar nichts am Hut haben, ne? Da hat die Staatssicherheit, das habe ich dann aber aus dem Nachhinein erfahren, sozusagen Tests gemacht mit den Leuten, so, wo stehen die eigentlich, ne? Was wollen die eigentlich und so weiter und so weiter. Die wollten ja sozusagen eindringen
also nicht nur ins Bewusstsein, sondern nach Möglichkeit auch ins Unbewusste und ins archaisch Unbewusste. Ja, also die wollten die totale Kontrolle. Ja. So, und dafür, was die Effizienz anbelangt, waren sie sehr, sehr gut. Besser als der Mossad, ne? Und besser als der CIA. So, okay. Ihre Kandidatur, war die da schon ein Thema? Hatten die damals schon... Ja, die haben gesagt, also... Es ging auch bei Richters nicht nur um den Aufsatz, es ging auch um ihre... Nein, sie wollten, also der Aufsatz war eigentlich nur der Aufhänger. Ja, die sind natürlich auch irgendwo geschockt gewesen, ja, auf einmal so einen Aufsatz von so einem, also nicht hundertprozentig, aber von einem überzeugten Menschen, der will, also ich war ja dann auch Trotzkist im Westen, also bis ich dann erfahren habe, dass selbst Trotzki also böse Sachen gemacht hat mit seinen eigenen Leuten oder auch Che Guevara, ja, so die Knarre in der Hand von Jesus, ja, der hat wegen Castro, ja, hat er Leute umbringen lassen, ist bewiesen. Ja, also da bin ich auch also vom Glauben abgefallen, aber das nebenbei. So, und da ging es um diese Positionierungen. Sie wollten auch das Parteibuch. Sie waren da. Ich wollte Mitglied der SED werden, um noch mehr Einfluss zu bekommen, um meine Position vertreten zu können, damit ich als kleiner Nobody, ja, so die Möglichkeit bekomme, in der Partei, also im Machtzentrum, ja, der DDR, da also zumindest hier im Bezirk, also für mehr Freiheit zu sorgen, für mehr Diskussionsmöglichkeit. Das war natürlich hybrisch. Da war ich 17 oder so, ja. Das war vollkommen hybrisch. So, und auch hybrisch. Ach so, was hat denn Ihr Vater dazu gesagt überhaupt? Na, mein Vater hat gesagt, also Christian, pass auf, also bist du blöde. Also ich bin naiv, ich bin heute noch naiv, ja. Das hat positive und negative Seiten. Bist du blöde? Checkst du das nicht? Ich sag, was soll ich denn checken? Naja, wollen dich doch vom Glauben abbringen. Ich sag, ich kann nicht vom Glauben abbringen. Mich kann niemand vom Glauben abbringen, ich bin gläubig. So, aber ich will den Glauben verbessern. Der war auch eben schon auch christlich, mein Vater, gell. So. Und Ende vom Lied war, also da hat er mich schon sehr ins Gebet genommen sozusagen, ne? Also schau, was du da machst. So, und auf jeden Fall ging das dann weiter, anderthalb Jahre, jetzt nicht mit dem Richter, sondern mit anderen, ja, das nannte sich also Klärung eines Sachverhaltes, nicht bei mir, also sagen wir mal bei den Oppositionellen oder jetzt die jetzt nicht Kommunisten waren, ja. So, da hieß das Klärung eines Sachverhaltes. So, bei mir war das ein Checking. Die wollten mich kennenlernen. Die hatten ja auch keine Orientierung mehr, ne? Also auf der einen Seite in der Schule und die ganzen Zeugnisse und Staatsbürgerkunde in der Richtung Geschichte und überhaupt und die Positionierung. So, und dann hat der einen Aufsatz, bringt er einen Aufsatz, ja, so, der also indoktriniert war sozusagen mit bürgerlicher Ideologie, also mit Freud. Ja, also, die wollten checken, was ist das für einer? Mit wem haben wir das da zu tun? Haben Sie die Stasi bemerkt in Ihrem Umfeld? Ja, also, sagen wir mal anders, habe ich nun auch da Interview gemacht und so weiter mit dem letzten Chef da vom Außengeheimdienst des MFS. Die waren wirklich brillant, die waren 1A, aber hier... Also was die Innenpositionierung anbelangt, waren die lausig. Also die hast du also 30, 40 Meter, hast du die gerochen, dass es Staatssicherheit ist, ja. So, und das, was wir ja damals noch nicht wussten, ja, also diese Zersetzungsgeschichten und so weiter, ne. Bösester Art, wo Familien zerstört worden sind, ja, wo Frauen reingekommen sind und die haben dann also da gefickt und mit den Leuten und zerstört die Familien und so weiter und so weiter. Das wussten wir damals nicht. Aber dieses Gerochen, woran haben Sie das gerochen? Was haben Sie, ja. Woran haben sich Leute erkannt? Angereck, also zum Beispiel Angereck. Ja, also da, wo wir die Mauerfibeln verteilt haben, ne? Also die kamen immer an, so mit ähnlicher Kleidung, Trenchcoat oder so, ne? Manchmal Hut, manchmal keinen Hut, aber es waren gar nicht die äußeren Bedingungen von der Form her, sondern es war das Auftreten. Ja, also die Art und Weise, wie die auf Toilette gegangen sind, die Art und Weise, wie die sich an den Tisch gesetzt haben, die Art und Weise, wie
sie versucht haben, vorsichtig ein Gespräch anzufangen. Ja. So, also das war eindeutig. Ja. Und das waren aber die Leute, ja, die observiert haben und so weiter und so weiter. Die Leute, die also da in den Büros die Leute befragt haben, oder das war ja nicht nur Befragung, das muss man auch sehen. So, also Klärung eines Sachverhaltes oder checken, was ist das für ein Typ, ja. Die waren höflich, die waren freundlich, also ich kann jetzt nur für mich reden, ja. So, die haben nicht, zu dem Zeitpunkt hier in Erfurt, haben die nicht gewollt, welche Leute ich kenne. Die wollten keinen Namen haben. Die wollten nicht wissen, wo wir uns getroffen haben. Kasseturm zum Beispiel in Weimar. Ja, oder hier Jazzfestival, was wir mit initiiert hatten, damals in Erfurt, Hohenfelden und so weiter und so weiter. Ja, wollten die alles nicht wissen. Das war einmal die Woche, ja. Und das hieß auch nicht Klärung eines Sachverhaltes, ja, sondern das war eine ganz lockere Atmosphäre. Und das, was da passiert ist, war, die haben abgecheckt, was ist das für ein Typ? Ja? Ich habe abgecheckt in der Hybris, was sind das für Leute? Ja? Wo fand das statt? In konspirativen Wohnungen? Nein, das war ein Büro der Staatssicherheit. Und wie viele Leute haben da mitgesprochen von der Staatssicherheit? Also am Anfang war das einer, ja. So, und der auch nicht Lameita, war als Offizierskurs in Zivil. Und da ging es wirklich um Ideologie, also letztendlich die gleichen Geschichten, die ich mit meinem Vater gemacht also habe. Also wie sattelfest die sind auch, oder wie? Ja, und was ist das für ein Typ? Ja, das ist doch para, das passt doch nicht zusammen. So, und... Aber waren Sie nicht auch interessant für die als jemand, der sozusagen, ich stelle mir das so vor, diese Gaststätte, das war ja auch ein touristischer Punkt, das war ein Kommunikationspunkt, da konnte man viel mitbekommen. Sie waren doch für die interessant als jemand, absolut. Wenn sie die Lausche aufmachen, sie kriegen eine Menge mit. Das war doch auch eine Verlockung. Haben die sie versucht, sie ein bisschen zu ködern? Haben die ihnen was angeboten? Nein, passen Sie auf. Das können Sie mir jetzt glauben oder nicht, es war so. Die haben nicht gewollt. Wie gesagt, Namen oder was ist da am Stammtisch passiert, was sind da für Gespräche gelaufen und so weiter. Nein, das waren reine theoretische Auseinandersetzungen über Marxismus-Leninismus, über Kapitalismus, über Planwirtschaft, über Marktwirtschaft und so weiter und so weiter. So über ein Jahr. Hoch freundlich und heute sage ich sogar, ja, dass die, und das kann Strategie gewesen sein, das kann Taktik gewesen sein, dass die, ich war Nobody, ja, ich, Kellnerlehrer, noch nicht mal Abitur, so, und die waren immerhin gestandene Offiziere, ne, eines Staates, ja, so, und die haben sich sozusagen auf mein Niveau begeben, also wir haben so von Auge zu Auge geredet, also nicht er steht als Offizier, was ja richtig ist, er steht als Offizier, als der Staatssicherheit hier und ich der Nabbel da unten, ja, ist ja, so, das ist die Wahrheit, nee, die haben sich runtergebeamt, ja, und wir waren dann so auf einer Ebene, das war natürlich, hat natürlich meine narzisstische Positionierung, wusste ich nicht, dass es Narzissmus war, aber damals, aber heute weiß ich das, das hat natürlich meinen Narzissmus gestärkt. Das ging ein Jahr lang? Das ging ein Jahr lang. Und wie endete das? So, genau. Und das ist genau das, wo ich jetzt weiterfahren wollte. So. Und wahrscheinlich, das ist jetzt Hypothese, sind die dann nicht mit klargekommen, was ist das für ein Typ, ja? So, weil ich hatte weiter die Position, ja, ich hatte weiter also Position, also wir müssen den Kommunismus aufbauen, das ist schwierig, das ist brutal teilweise und, ja. So, nur der Weg hinzu, ja, da waren wir unterschiedlich, so. Okay, und dann, genau, so knappes Jahr später, ne, meine Lehre war fast zu Ende, so, war ich da einmal oder zweimal nicht da und ich wohnte hier in Erfurt bei Brandy, ne? Das war zum Beispiel einer, der mit dem Kommunismus, oder auch mein heutiger Kunstmanager, ja, Erfurt da, ja, der mit dem Kommunismus gar nichts zu tun hatte, ne? Die wollten einfach nur I'm free, ja, so. Und natürlich war für mich I'm free auch wichtig, ja, also ich habe es gar nicht eingesehen, dass ich als Kommunist nicht nach Frankreich fahren kann, ja, oder nach New York oder sonst irgendwo. Aber für die war das sowieso alles
ist nicht. Ja, also, okay. Und bei dem habe ich gewohnt, ne, und irgendwie, ich habe es verpennt oder was oder wie. Auf jeden Fall bin ich da nicht hingegangen, ja. Und dann wohnte im dritten Stock, wollte runtergehen, ne, und mir Eis holen oder irgend sowas. Und da kam der Typ, also mit dem ich lange gesprochen, also wie eine angesenkte Sau, da die Treppe hoch, ja. Der Staudinger, wo ist der Staudinger, der Verräter? Das Arschloch, also wirklich auch obszön, war also im Flur rumgeschrien, ja, und ich natürlich sofort hoch, Tür zugeschlossen, ja, und war noch ein paar Mal dran gebrochen oder nicht, und dann war nächste Woche wieder so. Und dann war das aber alles ganz anders. Ich hab's schon gerochen, ich dachte, was ist denn jetzt los? Nicht mehr in Zivil, ne? Uniform. Sterne, ja. Drei Menschen, ja. Und dann ging das so los. Also Herr Staudinger, wissen Sie, wir haben jetzt lange mit Ihnen gesprochen, ja. Und wir kennen Ihre Position, Sie kennen unsere Position. Und ich sage Ihnen jetzt was, also... So, entweder Sie sind wirklich für uns oder Sie sind gegen uns. Es gibt keinen Zwischenweg. Und wenn Sie gegen uns sind und dann brutal, dann werden Sie hier an der Maschine verrecken. So, ja, die wussten natürlich auch, dass ich studieren wollte und, ja. Und so, puh. Ja. Also, das war der Endpunkt. Ich dachte so, jetzt kriege ich irgendwie diesen, nee, nichts. So, ich mich umgedreht, raus, war zerstört, war fertig, war Ende. Drei Tage später habe ich dann, damals gab es ja noch keine Ausreiseanträge und so weiter, 71 war das, dann eine Reise, also ein Visa für Bulgarien. Geordert. Und habe dann also mit meinen Arbeitskollegen Dieter dann also versucht, weil wir waren ja mit den Eltern so 3-4 Mal in Bulgarien, das waren immer schöne Urlaube und wir waren dann nicht an der Grenze, aber irgendwie die Bulgaren waren toll und top und alles war gut. So und dachte ich, naja, hier DDR-Grenze geht gar nicht. Ja. So, ach so, übrigens, da muss ich noch dazu sagen, ja, also natürlich war auch primär also meine Freiheiten und nach Paris und nach New York, ja, aber ich wollte natürlich auch für die Weltrevolution kämpfen, gell? So mit der Kalaschnikow in Vietnam, ja, gegen die Amerikaner, ja. Also Sie, aber Sie als kommunistischer Kellner, ja, ja, also das ist ein starker Punkt jetzt und auch eine starke Erzählung von Ihnen. Nochmal diese Frage, die ich gerade gestellt habe, ob Sie jemanden eingeweiht haben, dann würde ich Sie bitten zu versuchen, es zu erzählen bis zum Scheitern der Flucht, wenn die das hinkriegen. Kriege ich hin. Das wäre schön, ein bisschen kompakt. Ja, ich ufer immer so aus. Nee, versuchen Sie mal nicht zu sehr auszuufern in dem Fall, weil wir haben jetzt ganz tolle Geschichten schon, aber das ist jetzt eine Sache, die eine Stringenz erfordert, weil einfach dieses Denken, vielleicht dass Sie auch einen Satz dann sagen, zu dieser ungewöhnlichen Route, sage ich mal. Sie haben das vorhin schon gesagt, Bulgarien-Urlaube waren immer toll oder waren schön gewesen. Im Grunde war es ja, vielleicht haben Sie sich ja in dem Moment auch besonders clever vor. Sie hatten ja vielleicht ein paar Fluchtgeschichten schon gehört. Na, natürlich. Aber im Grunde genommen eine Route, die, glaube ich, ungewöhnlich ist. Ne? Also ungewöhnlich? Läuft die Kamera? Ja, nein. Ich stelle kurz nochmal die Frage. Also einmal noch eine Klappe machen. Ja. Ja. Herr Staudinger, Sie sagen, Sie haben sich erpresst gefühlt dann durch diese Aussage von dem Stasi-Offizier. Hinzu kam, was Sie auch eben gesagt haben, der Wunsch an, ja, im Grunde auch ein kommunistischer Wunsch, also gegen die Imperialisten anzugehen. Mhm. Also, aber Sie wollten raus. Ich wollte raus. Ich habe die Schnauze auf Deutsch gesagt, voll. Ging nicht mehr. Haben Sie jemanden informiert von diesen Fluchtplänen? Nein, also den einzigen, und das war mein Passmann, ja, und das war auch mein Freund, auch mein sportlicher Freund, Skifahren und so. Das war Dieter Funk.
Und wir haben das geplant, ja, und was er anderen erzählte, weiß ich nicht, aber ich glaube, er hat niemandem was erzählt und ich für meinen Teil, bis auf meinen Bruder, auch absolut niemanden. Was ungewöhnlich war und was mich, also da kann wieder nur Onkel Sigmar da beteiligt gewesen sein. Ich habe ja 3-4 Tage, nachdem also die mir die Pistole auf die Brust gesetzt haben, habe ich ein Visa nach Bulgarien beantragt und ich habe das Visa bekommen. Also die hätten doch wissen müssen, ja, so nach Adam Riese, der Mann will abhauen. Ja, also nachdem, zumal also die, oder sie sind für uns, da, und das haben sie gesagt, eindeutig, ne? Das hätte bedeutet also informeller Mitarbeiter für die Staatssicherheit, ja, also für uns, ne? Und gegen uns Maschinenverrechnung so. Und no way, ja? Also das war früher nicht so, ja, das ist heute nicht so und wird in Zukunft nicht so sein, ich bin kein Verräter. Ja? Also auch da, wo ich Stillschweigen zu wahren habe, da in meiner Arbeit im Strafvollzug in Berlin, da werde ich natürlich das, was ich unterschrieben habe, nicht sagen, ja? Das ist klar. So, und das gilt für eine Demokratie genauso wie für eine Diktatur. So, und könnten Sie das nochmal als einen Satz sagen, dass Sie kein informeller Mitarbeiter werden wollten der Staatssicherheit, damit das mal, ja, deutlich wird? Also das war, ist damals und heute auch, ne, kristalline klar, ich bin kein Verräter, ja, so, und ich arbeite nicht für einen Geheimdienst, der die Aufgabe hat, andere Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sozusagen zu bespitzeln, ja, in den Knast zu bringen und. Ja, und dafür zu sorgen, dass die Altstalinisten weiter an der Macht bleiben. Also das war für mich kein Weg. Der Weg nach Bulgarien. Ja, okay. Also seltsamerweise habe ich das Bulgarien-Visa bekommen. Wir haben uns so weit wie irgend möglich versucht zu informieren. Damals über die Westmedien ist wenig über Bulgarien gekommen. So, wir haben uns eine Karte besorgt, Bulgarien, und da waren ja auch die Grenzverläufe zu Jugoslawien, zu Griechenland und zur Türkei. Und damit ausgestattet sind wir, also wir hatten ja auch kein Geld, sind wir Richtung Bulgarien getrennt, ja, teilweise im Zug gefahren und so weiter, okay. In Nessebar angekommen und da wollten wir erst über mit dem Schiff, ja, nach Istanbul. Also Nessebar gecheckt, da waren also die westdeutschen Touristen und so weiter, das waren die Fahrten da nach Istanbul. Und da haben wir relativ schnell, also ganz so blöde waren wir nun auch nicht logistisch, so gecheckt, kein Weg. Also das geht gar nicht. Dann so. Also Plan B war Aktopol, Plan B war über Land. Okay. Wir also mit dem Bus bis nach Aktopol gefahren, haben uns da erstmal natürlich getarnt als Touristen, da erstmal niedergelassen, eine Woche Urlaub gemacht und dann die Fischer befragt und so und wo die Grenze ist und wie das ist und so. Gott sei Dank sind wir da nicht so weit gegangen, so von unserem Fluchtplan zu erzählen, sonst hätten sie uns da schon gekascht. So, vielleicht wäre es sogar besser gewesen, naja. Auf jeden Fall, so nach einer Woche, es war, es passte alles, ja, also Neumond, ja, kein Mond, relativ starke See, also Wind und so, also wo man auch die Schritte nicht, Steilküste. So, und wir also früh um 2 oder so losmarschiert, ne, an der Steilküste entlang, war brutal, also wir waren wirklich durchtrainiert, waren Sportler ja auch. Ziemlich durchtrainiert, jung, 18 Jahre, so umgegangen, ja, und wir wussten auf unserer Ostkarte, ja, dass die Grenze zur Türkei die Velika ist, der Fluss, ja. Im Nachhinein war natürlich klar, das war nicht die Grenze, ne? Auf allen DDR-Karten und wahrscheinlich auch auf allen westdeutschen Karten war der Grenzverlauf zur Türkei 10 Kilometer nach Bulgarien hinein versetzt worden. Ja? Also das hieß, dass die Velika, und die haben wir erreicht, ja,
nicht die Grenze war. Wir natürlich einen Tanz aufgeführt und gejohlt und gebrüllt, haben dann natürlich die Grenzer dadurch aufmerksam gemacht, ja, dass wir da sind. Ja, also durch unsere eigene Dämlichkeit, weil wir dachten, wir wären auf türkischem Gebiet. Und wir haben Falkstanz aufgeführt und gedacht, ja, jetzt kommen die türkischen Grenzer und holen uns ab. Ja, so und schaffen uns in die Botschaft oder Handelsmission nach Istanbul. Ja. So, ja, Pustekuchen. Und da kamen dann auch Grenzer. So die ersten 15 Sekunden hat man gedacht, das wären Türken. Waren keine Türken, ja, waren Bulgaren. Ja. Und jetzt das Dramatische eben noch dazu, man auch ungebildete Menschen und gelangweilt ohne Ende da an der Grenze. Ja, haben wir nichts zu tun gehabt, ja. Besoffen. Ja. So, kommen wir zu uns an und dann erstmal sofort fesseln, ne? Dann schießen sie mit ihren AK-47, bum, 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 wie die Wilden in die Luft, ja, also nicht Leuchtmunition oder so, scharf geschossen, in die Luft. So, und dann kamen noch 3, 4, ne, so, und das ist dann auch in einem Gemälde festgehalten, so, und das ist eine archaische Positionierung, also dieser Fettsack, sage ich jetzt mal so, ich schätze, der war so um die 30 Jahre, ja, rechts und links bin erst Dieter festgehalten, ja, und dann hat er auf den Dieter eingedroschen und so lange, bis der wirklich besinnungslos da im Dreck lag, ja, so, und Dieter, der war vollkommen unfähig, da irgendwas. Und dann kam ich dran, ne, und ich habe halt nur ein anderes Temperament gehabt. Ich habe geschrien, ich habe gebrüllt, hat alles gar nichts genutzt. Zusammengedroschen, ja, auch besinnungslos. Wir waren beide besinnungslos. Da, ich habe genau den, es steht auch alles im Internet und so weiter, habe ich dann danach besucht. So, und irgendwann sind wir aufgewacht. Dann haben sie uns, also wie Vieh da, den Pfad, also nicht da, wo der Jeep lang geht, gell, sondern direkt an der Steilküste lang getrieben, ja, und immer mit dem Kolben so, aber zu dem Zeitpunkt war schon auch gar kein Schmerz mehr da, weil also diese brutale Zusammenschlägerei habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. So, und dann kam sozusagen der Overkill, ja, ich musste mich da hinknien, ja, so, 2 Meter weiter weg war die Steilküste, ja. Ich musste mich hinknien. Der Typ war hier mit seiner Kalaschnikow, ja. So, und in dem Augenblick, ja, das kam von ganz, ganz tief unten, ja, Ende, aus, ne. Ich bin total ausgerastet, ja. Ja, ihr Schweine, ihr Faschisten, ihr Arschlöcher. Ich habe also wirklich den Kotten rausgelassen ohne Ende. Der Typ ist ganz ruhig geblieben, der war alkoholisiert, ja, irgendwie. So, und dann zieht er durch, war. Und nichts passierte, war. Also das, und von daher habe ich immer gedacht, Scheinerschießung, ne? Das ist ja das Erste, was man sagt, Scheinerschießung. Ab hier hat mich ein anderes belehrt, gesagt, also entweder hat die Munition geklemmt bei der AK-47, obwohl die AK-47 ein sehr, sehr sicheres Sturmgewehr ist, so, die selbst im Trick noch funktioniert, oder die haben die Munition verschossen, weißt du, wo die da in die Luft geballert haben, okay. So, auf jeden Fall, was da durch meine Birne gegangen ist, weiß ich nicht, da ist wahrscheinlich gar nichts mehr durch die Birne gegangen, irgendwie war ich tot, ja, psychisch tot, ja, irgendwie bin ich dann, bis zu dem Zeitpunkt war ich total hysterisch, ja, ausgerastet ohne Ende, und ab da war irgendwie die Welt war zu Ende, ich war zu Ende, alles war zu Ende. Irgendwo, also das ist auch diese Extremtraumatisierung, ist egal, wo das passiert, also da war nichts mehr. So, und dann haben sie uns nach Aktopol da den Weg, ich weiß nicht wie viel, 1-2 Stunden oder so gegangen, ne? Und dann da in so ein Gebäude geführt. Und das Erste, was ich sah, war ein riesen Ölgemälde, oh. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, war fein, aber wie gesagt, total apathisch irgendwo, so ein langer Tisch, ja, mit, das ist auch da in einem der Gemälde, die ganzen Stühle ja, und dann haben sie uns da reingeschmissen, noch ein paar Tritte gegeben, ja,
Und also ich bin zumindest sofort eingeschlafen. Ich war fertig, auch physisch wirklich fertig. Und die da auch. Irgendwann so am Morgen sind wir dann aufgewacht, ja. Und dann kam ein recht freundlicher Typ vom bulgarischen Geheimdienst. Ne? Er hat gut Deutsch. Ja, trinken Sie mal einen Schluck. Ja. Mal kurz, wir machen eine kleine Pause. Ich weiß nicht, genau, nee, kein Brot. Also, so, die Kamera läuft wieder. Okay, denn, gut. Dann, ja. Also, jetzt weiß ich, warum, weil ich da immer die lasse. So, heute, ja, ich war vor 3 Jahren, in Recherche war ich da. Und heute gibt es ist da eine Sandbank. Ja, also das ist im Laufe der 10, 20 Jahre, 40 Jahre ist ja schon her, hat die Velika keine Verbindung mehr zum Schwarzen Meer. Und da, wo wir da waren, wie gesagt, das ist ja kein Strom, das ist ein Flüsschen. Und das ist vielleicht 2 Meter breit gewesen, oder? Ja, also das war, da hättest du durchwaden können oder so. Ne? Wir waren allerdings so, und selbst wenn das jetzt Grenze gewesen wäre, war es ein Fehler von uns, bevor wir da durchgewadet sind, ja, so da den Feigstanz aufzuführen. Ja. Das war ein Fehler, aber wir hatten halt gedacht, naja, die türkischen Grenzer, die kommen, ne, und dann sind wir in 20 Sekunden sind wir da drüben. Ne. Also wir waren einfach so euphorisch, ja, und dass wir das geschafft hatten, vermeintlich, ja, so, und wirklich diese Aufgabe gemeistert haben, ja, klasse, ne, und so, ja. Also das dazu. Sie waren beim Geheimdienst stehen geblieben jetzt beim. Genau. So, und da kam einer und sprach ziemlich gut Deutsch, war aber kein Deutscher, war ein Bulgare, habe ich am Dialekt gehört. Und der war ganz freundlich, hat gesagt, Sie sind doch noch so jung und was hat Sie denn dazu bewogen, so, also da jetzt unser Territorium zu verletzen, Grenze verletzen zu wollen, ja. So, das ist ja zweifelsfrei, ist ja ein Straftatbestand, vollkommen klar, so, aber eben nicht mit den Implikationen, nicht? So, und dann sage ich, also hören Sie zu, wissen Sie das nicht? Ich bin aus der DDR, ja, und Sie wissen doch, dass in der DDR es eine Mauer gibt, ja, die mit Schießanlagen bestückt ist, oder damals waren noch keine Schießanlagen, ist egal, auf jeden Fall, so, wir haben jetzt versucht, über Ihr Land sozusagen in die Türkei zu kommen. Wir entschuldigen uns hätten uns entschuldigt auch für die Grenzverletzung und so weiter. Nur unser Land gibt uns nicht die Möglichkeit, frei dahin zu reisen, wo wir wollen. Und von daher wollten wir Bulgarien. Ja, hat er weiter nichts gesagt, ja, hat uns was zu essen gegeben. Also das war schon ganz gut. Und dann sind wir da so in den Lader gekommen. Und dann hat er uns nach, zu zweit waren sie dann nach Burgas gebracht, so, und armenisches Viertel, also weiß ich heute, dass es armenisches Viertel war, und so eine Tor, ne, und dann so eine Villa. Ich denke, was ist denn jetzt, eine Villa? Was haben die mit uns vor? Ja, also noch froh Gemutes irgendwie, das geht glimpflich ab. Ich wollte einfach nur raus aus Bulgarien, ich wollte wieder nach Deutschland, ja. So, und das noch dazu, ja, ich war immer für Deutschland, ja, also vereintes Deutschland, ja, unter kommunistischer, also wenn wir es geschafft hätten, ja, ich war immer national auch, bin ich heute auch noch, ich bin deutscher Patriot und das sage ich auch überall, ja, egal ob das in den United States ist und unter und bei welchen Gremien auch immer, okay, das nur als ein Wurf. So, also wie kommen da hin? So, und dann habe ich also das zweitbrutalste erlebt, physisch, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Ja, also wir gehen da eine Wendeltreppe runter, Villa, kommen in so einen Kellerbereich rein, so Flur war so ein bisschen Muschi-Bubu-Beleuchtung, so, und dann in eine Zelle, also Dieter und ich sind dann getrennt worden, ab dem Zeitpunkt sind wir getrennt worden. Ich da in so eine Zelle rein, Arschtritt gekriegt, ich hingefallen natürlich, Stroh, dunkel. Also und das Auge braucht ungefähr 4 bis 5 Minuten, bis es sich adaptiert. Ne?
So, wenn dann noch irgendwo Restlicht ist. Es war da kein Restlicht. Also selbst nach 5 Minuten, nach 6 Minuten habe ich da nur schwarz gesehen. Ja? Und nur durch Tasten so habe ich dann mitgekriegt, dass da noch andere waren, Bulgaren nämlich. Ja? Relativ große Zelle. So, und dass irgendwo an einem Rand dieser relativ großen Zelle ein Loch war, eine Kloake, also ein Loch, ja, nicht mit so ein Loch, und da konntest du dann reinscheißen, reinpissen, also wenn überhaupt. So, und ich ausgerastet, wieder dann an die Tür gebummert und so weiter. Ne? Ich war da 5-6 Tage in diesem. So, Essen gab es, und das war gezielt und das war sehr bewusst. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Halwa. Das ist also eine Süßigkeit, es schmeckt sehr gut. So, und die haben wir da einmal am Tag so ein Stückchen gekriegt, ja. Und ansonsten Wasser, wirklich Wassersuppe, kein Brot, keine Brötchen, gar nichts, 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 nichts. Nur Wasser, Suppe und dieses, wo nichts drin war, und dieses kleine Stückchen Halwa. Das hat dazu gedient, dass sozusagen der Hungerschmerz aufrechterhalten wird. Hungerschmerz ist was absolut Brutales. Also wenn ein Mensch Hunger hat, das geht ja noch, aber der Hungerschmerz, ja, also wenn. Und irgendwann, wenn du nichts isst, ja, das wusste ich damals, die Sucht war einfach nach was essen zu hoch. Also wenn ich dieses Halwa verweigert hätte, aber da gehört extrem viel Willen dazu, das zu tun, so, dann hätte ich irgendwann keinen Schmerz mehr gehabt. Aber ich habe das Zeug natürlich gegessen, so, und hatte von daher extreme Schmerzen. So, und irgendwann, es war kein Tag, es war keine Nacht, wie gesagt, also ich habe das dann nur also durch die Akne und so weiter. So bin ich erhört worden. Tür ging auf, die Wendeltreppe wieder hoch, in ein Büro. Ja, erste oder zweite Etage. Ja. Riesen Schreibtisch. Dahinter also ein sehr kompulenter, vielleicht 35 Jahre, 40-jähriger Mann, Sachse, zivil. Ja. So. Ja, was wollen Sie denn hier eigentlich? Ich sag, Genosse, haben Sie sich das unten mal angeschaut? Was da ist, das ist schlimmer als Tier. Ne, das haben Sie sich doch selbst zu schreiben. Sie wollten doch nur die Türken ficken. So. So, und überhaupt, wie sehen Sie hier aus, ne? Die Haare, der Bart, ja, sie sind ja verlaust und verdreckt. Ich sag, also zynischer geht das wohl hier nicht mehr, oder was? Ey, ich lebe, ich hause, vegetiere seit Tagen da, und da gibt es Läuse und da gibt es Ratten und da gibt es alles Mögliche, und da gibt es keine Seife und da gibt es keine Zahnbürste und da gibt es gar nichts. So, wollen Sie mich verarschen? Also, da bin ich auch schon wieder ausgegangen. Er immer ganz schlimm. Mir ist es doch scheißegal. Und wenn Sie sich die Haare mit einem Löffel abschneiden. Ich sag, also, Löffel, Messer, sowieso nicht, Gabel oder irgendwas. Wollen Sie mich hier verarschen? Ich war den Tränen nahe. Ja, das kann doch nicht sein, dass Sie nicht wissen, wie die Zellen da aussehen. Ich sagte, na ja. Ich meine, davon abgesehen, dass sie sowieso hier in Steinbruch kommen, ja, Verräter, so, aber, naja, wir können ihn ja, warten Sie mal ab, gell. So, er telefoniert, ja, und zwar auf Bulgarisch, nicht auf Deutsch. Kurze Zeit später kommen zwei bulgarische Leute da, die da arbeiten. Bring mich runter, dann aber nicht in die Zelle rein, sondern Wendeltreppe links. So, und da waren Stuhl, und da haben sie ein Licht angemacht. So eine Glühbirne. So, und da war so ein Sessel, so wie man früher bei den Frisieren, ja, dieser. So, und dann bin ich da angebunden worden. Dann haben sie mich hier fest, so, ne, diesen. Die waren zu viert. Rechts, links, hinten. So, und der Vierte hat dann meine Haare, also geschnitten, kann man das nicht bezeichnen, das war so eine Schafsschere.
Na, und die hat er mir rausgerissen als geschnitten. Das hat brutalst wehgetan. So, und dann ist er noch mit Rasierklinge lang, ne, 3-4 Mal drüber. So, und auf einmal, ich denke, was ist jetzt los? Ne? So, das Ausreißen hat extrem wehgetan, aber die Schnitte mit dem hat nicht mehr wehgetan. Und dann habe ich nur, alles wurde rot und warm. Kein Schmerz, rot und warm. Ich denke, was ist jetzt los? War? Und ich hatte damals ja noch Zivilkleidung an, eine Jeans und ein Hemd und so. Alles voll Blut, ne? Ich sag, um Gottes Willen, ey, du verblutest hier, ne? Also, da war mir auf einmal klar, so, hier geht es, also, da schon auch, wa? So, da haben sie dich nicht getötet, ja, so Scheinerschießung, ja, was nicht stimmte, so, aber jetzt wollen sie dir ins Leder, ne? Jetzt ist irgendwo Schluss. So, und, dann ging er so 3, 4 Meter, 5 Meter, es war so ein ganz schmaler Gang, ja, rechts und links Zellen, Tür auf, ja, boom, wieder mit einem Tritt reingeschmissen worden, und fiel ich sofort irgendwo an die Mauer, an eine Mauer, ja, und auch nüchte, kein Licht, gar nichts, ja, so und taste mich so und auf einmal spüre ich Fleisch. So, was ist denn jetzt los? Also, wie wollen die mich jetzt an Schweine verfüttern oder was? Oder wie? Ich war voll in Panik, ne? Und dann hörte ich so gebrochenes Deutsch, ne? So, oh, da ist noch einer. Ja. Und ich habe natürlich Panik gehabt. Ich meine, die haben mir da in der großen Zelle nichts getan oder so, ne? Das waren irgendwelche Goldschmuggler oder weiß der Teufel was. So, und der beruhig dich. War, irgendwie hat sich dann rausgestellt, das war einer vom bulgarischen Geheimdienst, ja, der definitiv damit gerechnet hat, dass sie den umbringen. Gell. So, und das war ja klar, ne, also da eine Wand, hier die andere Wand. Ne. Da hoch 1,60 so und breit 2 Meter. Gell. Ich denke, jetzt hier ist Ende. Also, was wollen die, bist du jetzt in der Zelle, also wo du auf deine Erschießung wartest? Oder? Und ich konnte mir dann, das war mir vollkommen nicht ersichtlich. Ich sage, ich will meine Vertretung, das war die DDR-Vertretung, Oberst Pfütze, der heute noch lebt. Und wahrscheinlich also mit Fokus da mal was machen wollen. Wir sprechen jetzt von dem Mann aus Sachsen, der Sie da richtig gesprochen hat. Ne, restlich geht nicht zu machen. Das war ein Vier-Augen-Gespräch, da waren keine Zeugen dabei. Es ist nicht aufgezeichnet worden, da gibt es keine Unterlagen für und. Ja. Und er wird das natürlich... Ihr Leben war in seinen Händen. Ja. Und er ist aufgestiegen, dann hat Karriere gemacht, also war unter Mielke, dann kam er. Hat große Karriere gemacht, lebt heute in der Stalinallee, früherer Stalinallee, lebt sehr gut, Fokus war ja da und so weiter und so weiter, also konspirativ gearbeitet da, Apelius auch. Und auf jeden Fall da, also zurück in diese Zelle. Wie sind Sie rausgekommen? Wie ging das vor sich, dass Sie dann übergeben wurden an die Behörde? Okay. Also zunächst erstmal, da habe ich, obwohl ich das überhaupt nicht wusste, ne, dass das möglich ist oder wie, ich musste irgendwie überleben. Ja, ich war ja nicht depressiv oder so. Ich stand voll im Leben, war Sportler, hatte eine Aufgabe, hatte ein Ziel und so weiter. So, und es ging nur darüber, dass ich in meine inneren Welten reingegangen bin. Ich weiß nicht, ob ich das sonst überlebt hätte, ne? So, heute würde man sagen Meditation, ja? Ich meditiere seit 30 Jahren, ja. So, und deshalb eben auch diese dialektische Umkehrung, das Negative ins Positive und so weiter, da bei der Aktion. So, okay. Haben Sie was gehört, was Ihr Freund Dieter in der Zeit eigentlich gemacht hat? Haben Sie Informationen? Gar nichts. Sie waren alleine. Ich habe auch geschrien, Dieter, melde dich und so. Ich habe gedacht, der ist da irgendwo noch in der Zelle von da. Der hat sich nicht gemeldet. Ja. Und wir sind erst dann wieder zusammengekommen, hier Gerichtsprozess in Erfurt. Ja. Okay, also auf jeden Fall, ich habe das überlebt. Und natürlich, der Hungerschmerz war weiter da. Ne? Da gab es nicht besser.
So wieder mit diesen Halva-Würfelchen und so weiter. Beschreiben Sie bitte den Weg nach Erfurt. Das scheint mir jetzt, also das ist der Punkt, der im Grunde genommen, mit dem Sie schon gar nicht mehr gerechnet haben, offenbar, nicht? Oder nee, nicht? Ja. Nee, ich hatte abgeschlossen. Wie gesagt, die Vertretung der DDR hat mich in etwas gebracht, was brutaler war als die 4 Tage davor. Ich hatte abgeschlossen, ja. Und fragen Sie mich jetzt, wie lange? Also 1, 2, 3 Wochen, ich schätze mal so, die Mitte wird es treffen. 2 Wochen war ich da in das werde ich nicht machen, 1 Woche reicht. 2 Wochen war ich da in diesem Kasten. Und so dann raustreten, also raus, ne, die haben ja auch alle kein Deutsch gesprochen. Den Pfützer habe ich nie wieder gesehen. So, dann... Und noch in Zivilkleidung, alles voll Blut, ne? Das hat alles nicht geklebt, das war hart dann mittlerweile geworden, ich sah aus, also wie sonst was. So, dann nach Burgas in, oder Nessebar, Burgas war es, da Flughafen, ja? Da stand die Antonov, ja, habe ich jetzt durch Recherche rausbekommen, interessanterweise nicht von der Staatssicherheit, sondern von Interflug, das war eine Interflugmaschine, allerdings logistisch eingerichtet, also mit Tickern und was weiß ich, was sie da alles hatten, ja, so Sessel waren da drin und so weiter, das war keine offizielle Maschine, es sind ja viele ausgeflogen worden mit ganz normalen Maschinen, gell? So Leibesvisitation vorher, ja, gefesselt natürlich. So der ganze Flug, ja, mit der Handfeuerwaffe, ne? Also entweder neben mir oder hinter mir, ja, und zwar mit Berührung, das ist unangenehm, wenn du also eine entsicherte Pistole so, also alles Terror, ne? Der Verräter, also wenn wir ihn nicht umbringen, dann soll er das Schlimmste erfahren, was möglich ist. So, und dann kam noch, und das ist auch noch so, so ein Bild, Gemälde, so, wo eine Frau, die eine relativ gut aussehende Frau, und auch friedlich, und ich musste pinkeln, ja, ich musste unbedingt pinkeln. Ja. So, und ich sag, gefesselt so, ja, ich müsste mal auf Toilette. Ja. Was bilden Sie sich denn ein? Ich sag, ich bild mir nichts ein, ich bin froh, dass ich jetzt in die DDR komme, sonst pisse ich mir ein. Dann pissen Sie sich doch ein. Sie, so, also wirklich, also intelligente Leute, Offiziere oder eine Offizierin, ne, die wirklich auch studiert hat, die, und dann in so, bah. Und es waren, also es waren alles Deutsche dann um Sie das rum? Das waren alles Deutsche, ja. Waren Sie erleichtert, überhaupt diesen ausgeflogen zu werden? Ich war heilfroh. Ich meine, ich hätte das wahrscheinlich da in diesem Kasten nicht lange mehr ausgehalten. Wo sind Sie gelandet? So, und ach so, noch sie, und sie hat mich nicht auf Toilette gehen lassen, ich habe mich eingepinkelt. Wissen Sie, was das heißt? Also auch psychoanalytisch, das ist Scham, wenn Folterer mit Scham arbeiten, ist es so fast mit das Brutalste, was es gibt, und das geht nie wieder weg. Okay, also irgendwann ist die Pisse dann getrocknet. Und sie saß dabei neben Ihnen? Oder neben? Nee, die saß nicht neben mir. Also hinter mir war ein Typ, der hatte seine Handfeuerwaffe bei mir im Genick. Und neben mir saß auch ein Typ. Die habe ich nur da auf dem Flur, ne? Die habe ich gefragt. Und hat sie verweigert. Und, die zwei mit der Handfeuerwaffe, ne? Hinter mir und neben mir, die haben den ganzen Flug über nichts gesagt. Kein einziges Wort. Ja, also da ging schon da im Flieger, und zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch überhaupt gar nicht, ne, was das bedeutet. Hatten die Uniform an? Alles in Zivil, ne, alles in Zivil, so Schönefeld, ne, Schönefeld gelandet. Dann in diesen Parkhausbus rein, frische Fische stand drauf, ja, 6 Zellen drinne und auch wieder gefesselt, ne, so mittlerweile hatte ich mich ja schon entleert, so, aber das muss ich mir mal vorstellen, in so eine Kastenzelle, so ein Parkhausbus ist und so ein VW-Bus, ne, und da sind 6 Zellen drin, ne, so, und dann gefesselt, ne, und dann am Gitter gefesselt, ja, so nach Erfurt gefahren, ja, und ich hatte Kopfschmerzen brutalster Art. So, habe auch wieder Frauen, komischerweise, so, und
die gebeten, ob sie nicht mal eine Kopfschmerztablette haben für mich. Auch die dann aber in Uniform. Ne? Nee, hat sie nicht. Tut mir, also die war freundlich, aber hat sie nicht. Naja, Erfurt angekommen, hier Andreasstraße. So, und das Erste war erstmal in eine Zelle rein. Also da den Trakt, zweite Etage, weiß genau die Zelle. So, und nicht reingeschmissen oder so, ne? Alles höflich, ja, korrekt. Ohne Anweisungen, ja? Keine Anweisung. So, ich da erstmal aufs Bett. Also das waren drei Stockbetten, links 1, 2, 3 Etagen, rechts 1, 2, 3 Etagen. Da war der Klapptisch, auf der anderen Seite war die Toilette. Ja. Und jenseits des Klapptisches war Wasser und Zahnbürste, Zahnpasta. Ich denke, also es war wie Gott in Frankreich. Ja, ich denke, wow, ey, Wahnsinn. Ein Bett, was zu sehen. Ich meine, es schimmerte durch, war super, klasse. So, und so, ich mich erstmal aufs Bett geschmissen, so nach 2 Stunden kam sie rein, war höflich. Und da noch was gesagt, ja, mitkommen. Okay, mitgekommen. Duschen. 4 oder 5 Duschen, so ganz komisch weiß gekachelt. So, ey, jetzt, ja, du hast dich zu früh gefreut, jetzt wirst du vergast. Ich war ja, verstehst du, out of order. Ich war nicht mehr normal. Das ist, kannst du auch nicht, wenn du aus der Hölle kommst. Jetzt wirst du vergast, klasse. Und ich immer nur gehofft, oh, hoffentlich kommt da Wasser raus, hoffentlich kommt da Wasser raus. Und es kam Wasser raus. Ja, Seife, ich, das war alles. Also, dann haben sie mich nochmal verlaust, verwanzt. Ne? Da war nochmal so eine Irritation mit so einem Trockenspray, dann alles nochmal, den ganzen Körper nochmal abgesprayt, wegen den Läusen und den Wanzen und was da was. So, und jetzt können sie sich nochmal duschen. Warm, außerdem. Klasse. Okay, ich mich nochmal geduscht. So, dann wieder ab in die Zelle. 3 Tage. Passierte nichts. Also bis auf Frühstück, Mittagessen, Abendbrot. Ey, super Oberaffen geil. Ey, Kartoffeln, Gemüse und Fleisch. Also das Essen, also jetzt kein Joke. Das Essen, ich meine, meine Mutter hat besser gekocht, sagen wir mal so. Aber das hättest du auch in der Gaststätte essen können. Und im Nachgang habe ich auch erfahren, dass also auch die Vernehmer das Essen gegessen haben. Also nicht nur wir, das war kein Extraessen. Jeder hat das Gleiche gekriegt. Egal, ob es ein Oberst war, ja, oder ein Schließer war oder ein Gefangener. Also klasse. Ja. Ein Bett war weich, war gut bezogen und so weiter. War Heizung, ja, war ja im Oktober oder so, ne, war kalt schon draußen. Also allerdings überheizt, es war zu heiß, aber ging okay. Also. Toilette, das Allerwichtigste. Toilette mit Spülung. Gut, haben sie zwar außen dann also auch manipulieren können, später dann, aber zu der Zeit, die ersten 3 Tage, also no way. Alles klasse. So, also ich mich gefühlt wie Gott in Frankreich. Haben Sie Anstaltskleidung bekommen? Nee. Also keine Anstaltskleidung. Sie hatten noch diese blutige, dreckige Sachen noch, oder? Ja, ich habe ja den Rucksack gehabt und das ist ja alles nur mitgekommen. Also das konnte ich dann schon ausziehen. Ja. So, und Anstaltskleidung gab es dann aus dem Cottbus. Und habe dann also mir neue Klamotten anziehen können. Meine Eltern wussten nicht, wo ich war. In der Zelle? Gab es in der Zelle Nachbar, also mit Häftlinge in der Zelle? Nein, also wie gesagt, große Zelle, 3 Stockbetten drin, dieses Dings. Ich alleine, ne? Und ich war heilfroh, dass ich da alleine, also erstmal da diese Goldschmuggler und dann dieser bulgarische Staatssicherheitstyp, der mir überhaupt nicht geheuer war und auf der anderen Seite mit wusste hundertprozentig, dass er stirbt hier. So, also drei Stockbetten rechts und links oder auf beiden Seiten jeweils? Auf beiden Seiten. Also 6 insgesamt. Mhm. Ja. Und ich konnte mich unten hinlegen. Gell? Was ist nach den drei Tagen. So, jetzt geht's los. Ja. So, also die ersten 3 Tage, vom Gefühl her,
ich bin neu geboren, ja, ich bin Gott von Frankreich, ja, mir geht's blendend. Natürlich Schmerzen gehabt, Prellungen, Stauchungen, alles. Ja, so, und wahrscheinlich haben sie mich da auch auf dem Bett liegen lassen. Und okay, so nach 3-4 Tagen war der gröbste Schmerz weg. Und dann kam ein Schließer, also Strafvollzugsbeamter, waren ja damals keine Beamten, aber eben so. Und der hat dann gesprochen mit mir und hat mir die Regeln erklärt. Also einmal am Tag Ausgang, wenn Sie wollen, Sie müssen nicht, für 10 oder 15 Minuten. Sie dürfen sich ab jetzt nicht mehr auf die Betten legen. Erst wenn Nachtruhe angesagt wird oder da gibt's so, gab es so ein Signal, das wurde nicht mit Sprache. So, dann haben Sie, wir sehen ja diesen Holzhocker, da können Sie sich draufsetzen, so, aber Sie dürfen mit dem Rücken nicht die Wand berühren. Ja? So. Und nicht reden, ja? Also keine Kommunikation. So, und auch nicht hier mich oder andere Genossen und Kollegen, wenn ich was gesagt hat, dazu verführen. So. Bis zu dem Zeitpunkt, naja, also, weißt du, dem kann ich ja Liegestütz machen, so, und weißt du, ein bisschen sportliche Übungen da auf dem Boden. Gut, wenn du dich nicht hinlegen kannst, da aufs Bett, naja, gut, okay. So. Das hältst du durch, kein Problem. Und mit der Reederei, du brauchst nicht zu reden, was soll denn das? Waren sowieso alleine in der Zelle? War das sowieso alleine, mit wem soll ich denn reden? Ja, so, dreimal gab es Essen, gutes Essen. Ja, Klappe auf, Klappe zu, 4 Sekunden. Ja, so, und dann ging es los. Also habe ich mich dran gehalten, ne? Also habe da halt gesessen, ne? Oder habe Übungen gemacht, Liegestütz und so weiter und so weiter. Ja, und das ging dann so 1, 2, 3, eine Woche, 1,5 Wochen. Und dann hörte ich auch nichts mehr, aber draußen nicht mehr. Also meine inneren Welten waren ja noch so brutal und die ganzen Dämonen, das wirbelte ja alles noch, das beruhigte sich aber dann so allmählich. Und die Außenwahrnehmung wurde wieder mehr. So, und ich hörte wieder mehr und ich sah wieder mehr und ich hörte aber nichts. So, und da, wo ich in die Zelle, da wusste ich doch nicht, dass da so ein Kokosläufer da lag. Da habe ich überhaupt gar nicht drauf geachtet. So, und ich sage, ey, spinnst du jetzt? Du musst doch zumindest Aufschluss, ne? Hör dich, wenn Zellen aufgeschlossen wurden. Keine Sprache, nur das Schließgeräusch. So, und dann keine Schritte. Ey, fliegen die hier oder was? Wie gehen die von A nach B? Ja, kein Plan. Was soll das, ja? So, dann habe ich versucht, also beim Frühstück und beim Mittagessen und so, immer versucht, Kontakt herzustellen, also zu reden. Denn, sagen Sie mir doch mal, was ist denn hier los? Warum höre ich keine Schritte? Ja? Warum höre ich überhaupt gar keine Geräusche? Was ist hier los? Keine Antwort, ne? Also, klappe, was sagt ihr dazu? So, und ja, das ging 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Keine Vernehmung, nichts, gar nichts, die ganzen Wochen über. Dann also zu meiner Zeit zumindest, diese Birne, ja, diese Glühbirne über der Tür und dann das Gitter. Ja, dann, wenn Nachtruhe war, ne, da gab es also so ein Knallen oder ein Pfeifen oder ich weiß gar nicht, was das war, war Nachtruhe, ne, dann durfte sie sich aufs Bett legen. Ah, Bettdecke und da blau-weiß, interessanterweise, kariert. So, und dann, so die ersten 2 Nächte, hat mich nicht interessiert, Gitter, also Schatten. Und so nach ein paar Tagen wurde das unangenehm, ja? Also vor allen Dingen, wenn du in der Nacht aufgewacht bist, sehr unangenehm. So, und dann immer weiter diese Nicht-Gespräche. So, dann wollte ich rausgucken. Ey, ging nicht. Da war eine helle Fläche, Glasbausteine. Oh.
Ich sage, und jetzt kommt die Psyche rein. Das wird er immer bedrängen. Da ich hatte keine Schmerzen mehr, die Wunden waren verheilt. Ja, mir ging's physisch super gut, gutes Essen, Trinken, alles klasse. Also gibt's wirklich nichts zu meckern. So und vielleicht auch bewusst deshalb. Und das Ganze verlagerte sich sozusagen auf die Seele, auf die Psyche. Ja. So, und das ist ab da wirklich schwer zu beschreiben. Das ist wie ein schleichender Wahnsinn. Ich hatte eine Spinne in der Zelle. Ja. Sie hat ihr Nest gebaut. So. Und ich habe mich wirklich wahrhaftig mit dieser Spinne unterhalten. Ja. So, und ich war also wirklich dem Wahnsinn nahe und ich habe auch gedacht, ach, die macht, was sie tust, ja? So, und jetzt geht's in die linke Ecke, so, jetzt geh bitte in die rechte Ecke. Sie geht in die rechte Ecke, ne? So, dann geht sie wieder ins Zentrum, sagt, du sollst aber gar nicht ins Zentrum gehen, dann sagt sie zu mir, das ist aber mein Zentrum, ich bleib da jetzt hier. So, also wirklich, weißt du, alles ganz, 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 ganz merkwürdig. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, du wirst hier wahnsinnig, ne? Du kommst in die Klapse. Irrenheineanstalt ist hier angesagt, ja. So, und aber ich habe mich nicht so wie in Bulgarien, ich habe nicht rumgeschrien, ja, oder so. Und irgendwann mal nach, ich weiß nicht, anderthalb Monaten oder so, ist dann zum ersten Mal wieder mit mir geredet. Dann kamen immer diese Klopfgeräusche. Das war dann ab und zu mal nur ein Klopfen. Keine Ahnung, was das war, wusste ich nicht. Ne? Dachte ich, was weiß ich, die wollen dich jetzt unter Terror setzen, ja, mit den Klopfgeräuschen oder so. Welche Geräusche haben Sie? Entschuldigung, ja. Ich müsste mal Speicherkarte wechseln. Okay. Ich muss stoppen kurz. Ja. Was man auch für Hörer gemacht hat, ja. Dass Sie das vielleicht in so einen Tag mit einziehen. So, ich habe die Kamera, läuft jetzt, ja. Dass Sie vielleicht so einen typischen Tag in der Haft versuchen mal zu beschreiben. Also, und wecken, ja, also ohne Sprache, alles ohne Sprache, gab es Signal oder nee, ein Klopfen mit dem Schlüssel, genau, jetzt weiß ich es wieder, ein Klopfen mit dem Schlüssel an die Hafttür, ja. Also aufstehen, dann konnte man sich waschen und so weiter und so weiter. Alles im Haftraum. Dann gab es Frühstück, Klappe auf, Klappe zu. Ja. Also Frühstück rein, leeres Zeug raus. Ja. Wir hatten ein Plastikmesser, wir hatten also alles, was auch Zahnbürste und Zahnpasta. So, dann 10, 11 Uhr irgendwann oder mal auch nachmittags war Freigang da in diesen brutals kleinen Zellchen da, also Freiluftzellen. Man musste da nicht. So, ich habe das meistens verweigert, weil also das war derartig was von deprimierend, diese steile Mauer. Und unten oben ging dann noch so ein Reiter lang. Ja. So, also das habe ich einfach nicht verkraftet. Vielleicht 10% bin ich dann zum Freigang gegangen. Ansonsten bin ich in der Zelle geblieben. Also wie gesagt, nicht hinlegen auf das Bett. Ja, auf den Hocker konnte man sich setzen, 10 cm Abstand von der Wand. So einmal im Monat war Haare schneiden und da ging es also auch, war auch möglich für mich zumindest, da mal ein paar Worte zu reden. So in der Spätzeit dann, wo ich verlegt worden bin, ich war ja nicht nur in Einzelhaft, sondern nach 2 oder 3 Monaten oder so bin ich dann verlegt worden. Und da waren wir zu viert oder zu fünft. Da habe ich auch gehört, dass das Klopfen also eine Kommunikationsmöglichkeit ist unter Inhaftierten. So, ansonsten ganz wenig an Geräuschen. Ja? Schließgeräusche, keine Gehgeräusche, nichts, kein Reden, kein Sprechen, gar nichts, ja. Nur diffuses Licht von diesen Glasblocksteinen. So, dann war am Abend, also Mittagessen dann, Vor- oder Nachfreigang, Mittagessen, so, dann Abendbrot, ja, Ende mit der Fahnenstange. 24 Stunden Licht, vor der Glühbirne dieses Gitter, was also die ganze Nacht über, am Tag haben sie es dann ausgestellt, das Licht, in die Zelle hinein geschienen ist. So, zur Vernehmung, ja, das war dann also nach 2 Monaten, 2 Monate vielleicht Einzelhaft, ja,
und dann auch noch die ersten Wochen, ja, und ich habe geredet wie ein Buch, weil keine andere Möglichkeit da war, so zu reden. Und ich hatte mir aber geschworen, schon innerlich, ja, also mir war klar, dass der Vernehmer nicht meine Tat, mein Verbrechen, das wissen wollte, ne, das war bekannt, das war klar, sondern er wollte wahrscheinlich, und so war es dann auch, Namen, hier die zwei Erfurt, ja, welche Positionierung wir da hatten, Kirche und so weiter. Und da hatte ich mir geschworen, alles nicht. Ja, so, und durch das Training, da haben sie sich wahrscheinlich selbst ins Knie geschossen, durch das Training da bei der Staatssicherheit in Erfurt und auch in Bulgarien, war es mir ein leichtes. Ja, also so, die haben mir dann alles Mögliche angeboten und Essen, ja, hier Geflügel, ich sage, ich esse kein Geflügel. Also, und dann zum Schluss auch Kreuzverhöre und so weiter. Ne, und sobald die wieder Namen wissen wollten, habe ich einfach geschwiegen, ja, und habe nichts mehr gesagt. Ja. Haben sie mir auch nicht übel genommen, war in Ordnung. So, ja, und der Terror war davor, der Terror war, bevor die Vernehmungen anfingen, wo die Vernehmungen liefen, war auch dieser Wahn, dieses wahnsinnig zu werden, ja, was weiß ich, mit einer Spinne zu verschmelzen oder sonst irgendwas, das war weg, ja, da konnte ich ja reden, also mindestens 2-3 Mal in der Woche gab es also da die Vernehmung durch den Vernehmer. So, und dann habe ich auch festgestellt, woher das kam, ne, von wegen, die fliegen irgendwo, ja, die fliegen gar nicht, die bewegen sich genauso wie ganz ordinäre Menschen, nämlich am Boden, ja, durch die Schwerkraft, ja, aber da war eben dieser rote Kokosteppich und von daher ist das so wichtig, ja, so, da gibt es keine Geräusche, ja, und das war auch wieder beruhigend. Okay, gut. Ja, also jetzt weißt du, woran das liegt. Ja, also ich bin kein gläubiger Mensch in dem Sinne, wenn man das so will. Ja, ich brauche immer den Beweis. Warum ist das so, wie es ist? Ja, und da wusste ich, aha, deshalb ist das so. Ja. Welche Geräusche drangen noch an Ihr Ohr von außen? Also neben dem Klopfen, was ich da in der Einzelzelle nicht wusste, was es war und nichts mit anfangen konnte, das war eher Terror für mich. Ja, also die wollen mich hier fertig machen. So die Schließgeräusche, ja, mal laut, mal leiser, meistens sehr, sehr laut, sehr, sehr brutal. Was noch? Das war's. Ja, ach so, und die Klappen. Also in den Türen waren ja Klappen, wo das Essen reingegangen ist. So, und wenn es Essen gab, ja, also wenn Essen reinkam, wurde der Schnapper hoch oder runter gezogen und Essen rein und dann kam also das Geschirr wieder raus, wieder Schnapper. Also Schnappgeräusche, Schließgeräusche, Klopfgeräusche, das war's. Kirchenglocken? Ja, müsste sein, gell? Hab ich nicht in Erinnerung. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1971? Ja, ziemlich genau, weil da gab's Bananen. Total verrückt. Ja? Bei der Stasi inhaftiert zu Weihnachten, ja, da war übrigens auch das erste Mal, also wo meine Mutter mich besuchen konnte, die durften nicht zu zweit, meine Mutter durfte mich zuerst besuchen, dann mein Vater, immer alleine, so, und ja, das ging mit dem Frühstück los, ja, und war ich da eigentlich noch in Einzelhaft, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich da noch in der Gruppe war, weiß ich jetzt nicht so genau, auf jeden Fall, und das war hundertprozentig, das war super, Banane, also früher gab es ja Bananen, gab es eigentlich nicht in der DDR, ja. Musste sich anstellen stundenlang, na, ich musste mich nicht anstellen, ich habe sie gekriegt, in die Zelle rein, so, also das ist das, was ich, was das Essen anbelangt an Weihnachten. Und natürlich auch, ich glaube, es gab Königsberger Klopse oder so, 1A. Also wirklich richtig gut alles. Und natürlich, ich glaube, es war zu Weihnachten, am Heiligen Abend oder erster Weihnachtsfeiertag, so durfte meine Mutter mich besuchen. Ja. Und da habe ich ihr gesagt, das muss also schon gewesen sein, wo ich mit anderen Leuten, weil die haben mir dann beigebracht, also durch Auspumpen der Toilette, ja, ich Kontakt kriege zu den Frauen unten, ja, und
Da ging es nicht nur um Obszönitäten oder so, ja, sondern da ging es auch um ganz konkrete Fakten. So, und da habe ich die Info gekriegt, pass auf, du musst Vogel oder Stange, deine Mutter muss das machen, ja, Ausreise, so, du kommst raus, aber du brauchst die Rechtsanwälte, ganz wichtig. Und diese Information habe ich über das Scheißhaus bekommen. So, und genau diese Information, ja, habe ich meiner Mutter weitergegeben, ja, so, und die hat dann eben auch Vogelstange eingeschaltet und so weiter, und dann ging das dann eben auch seinen Lauf, ja. Die Verhandlung nach fünf Monaten. Ja, okay, also Verhandlung war eine Farce, ja. Also wir sind Grenzverletzer, also auch wieder mal mit Handschellen, ja, so in den Gerichtssaal gekommen, ja, eine Richterin hatten wir, also Dieter und ich, da habe ich Dieter wieder gesehen. So, ja, und Anklage, ja, versuchte Republikflucht, Schädigung des Ansehens der DDR im Ausland und Terror. Ich meine, wo der Terror war, weiß ich nicht. Schädigung des Ansehens der DDR kann sein, aber na, okay. Also das waren die Anklagepunkte. So, mehrere Zeugen, Schule und so, ja, und die Frau Richter, wo ich erzählt habe, ja, die ist aufgestanden, ja, hat gelesen, also hier Herr Staudinger war ein überzeugter Kommunist, er war mein bester Schüler, mit Abstand mein bester Schüler, so, und die hat also wirklich 1A. So, danach mussten alle raus, ja, also auch meine Eltern. Der Saal war knacke voll. So, Richterin hat verfügt, wir müssen jetzt geheim weitermachen, so, alle raus. Ja, mussten alle raus. Dann waren nur noch die Richterin, die Chefin und wir und die Bewacher. So, und dann Schlusswort wurde Rechtsbeugung. Ich sage also, ich möchte jetzt Schluss der Verhandlung. Ne, Urteil stande fest, hat mein Rechtsanwalt, mein Vater gesagt. Ne, der hat sich 2 Wochen später aus dem Hochhaus geschmissen, hat sich ermordet. Davor hat er noch die ganzen Akten meinem Vater gegeben. Von daher habe ich die ganzen Akten auch und hatte die schon damals, ja, was kein anderer hatte. So, und der hat meinem Vater auch gesagt, ne, also die Urteile sind alle schon vorher klar. So, wir haben ja relativ wenig gekriegt, 1 Jahr, 3 Monate oder so. Und das Schlusswort wurde mir verweigert. Die Richterin hat gesagt, sie haben überhaupt kein Recht auf ein Schlusswort. Ja, ich meine, das war vollkommen gegen die Gesetze der DDR. Natürlich hatte ich ein Recht auf ein Schlusswort. Ne, ist mir verweigert worden. So. Sie kamen nach Cottbus und sind dann vom Westen freigekauft worden. Ja. Das ist eine eigene Geschichte. Ja. Ich würde sagen, also bis hierher erzählen und vielleicht noch ein zweites Mal sprechen. Als letztes möchte ich Sie noch fragen, da wir Sie interviewt haben oder interviewen für eine Gedenk- und Bildungsstätte in der Andreasstraße, was erhoffen Sie sich, was wünschen Sie sich von dieser Gedenk- und Bildungsstätte? Was wollen Sie uns dazu sagen? Ganz wichtig, und von daher, also ich bin wirklich viel beschäftigt, ja, und auch Waltershausen habe ich erstmal sein gelassen und so weiter, ist viel den Bach runtergegangen. So, und ich habe ja peripher, ich hatte hier auch schon mal eine Aktion gehabt und so weiter, aber ich dachte, alles in guten Händen, alles gut, ja, also brauchst du dich nicht weiter einzumischen, und wenn du gebraucht wirst, wirst du halt gebraucht. So, im Laufe des Prozesses habe ich auch viel erfahren, es ist viel passiert auch, ja, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Positionen und so weiter und so weiter, und da habe ich mich entschlossen, soweit das in meinen Möglichkeiten liegt, da also wirklich mich ernsthaft auch einzumischen. So, das tue ich hiermit auch mit diesem Interview. So, mache den einen oder den anderen Vorschlag in Bezug auf die Gestaltung der Bildungs- und Gedenkstätte. Und entscheidend und wichtig, und das ist jetzt wirklich ganz entscheidend, Museum hin, Museum her. So, das ist passiert. Es ist passiert, was passiert ist. Auch im Nationalsozialismus ist passiert, was passiert ist. Ja, und wir können kein Haus bauen, wenn die Fundamente morsch sind. Ja, wenn wir also nicht wirklich auch bis in die letzten Winkel hinein die Kameras und die Mikrofone halten,
so um dann wirklich etwas und nicht nur hier im lokalen Bereich Erfurt und nicht nur im nationalen Bereich Deutschland, ja, sondern im europäischen Bereich und im weltweiten Bereich sozusagen aus unserer Geschichte heraus, und da rede ich jetzt von der zweiten Diktatur, aus unserer Geschichte heraus in Kombination mit anderen, wie zum Beispiel in China, wie zum Beispiel in Russland, wie zum Beispiel im Nahen Osten und so weiter, hier Wissenschaftler, Künstler einzuladen, die hier etwas präsentieren, wo eben Diskussionen auch stattfinden, wo Ausgleich stattfindet, ein Austausch stattfindet in Bezug auf den jeweiligen Terror, eben auch in der Jetztzeit. Wir haben weiter Folter, wir haben weiter Terror. So, und dass diese Bildungsstätte Erfurt hier sozusagen, und da bin ich Lokalpatriot, sagen wir mal, sogar führen würde, also sogar besser als Hohenschönhausen, so wenn das gelingen würde, das auf ein internationales Niveau zu heben, ja, also wo und nicht nur wissenschaftlich, sondern auch künstlerisch, ja, so hier und jetzt und an diesem Ort da entsprechend Positionen erarbeitet werden könnten, die dann wieder rückwirken in diktatorische Systeme, ja, also, und das wäre hochlebendig und das wäre auch für die Zukunft sozusagen das, was entscheidend ist. Für mich ist nicht entscheidend irgendwas Museales, natürlich, okay, der Haftraum ist wichtig, die Kalaschnikows und dieses ist wichtig und so weiter, auch das Lokale ist wichtig, aber darüber hinausgehend, transnational sozusagen, müsste eben genau das passieren, was ich eben gesagt habe. Vielen herzlichen Dank, Herr Staudinger. Bitteschön.